Intro. Danke. Stinks am Anfang. Tröd. Es ist der 3. November 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist zum Glück nicht allein im Sendegarten, sondern heute ist dabei die Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo. Und der Sebastian ist auch da. Hallo, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und der Lars ist da. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Heute ist die Vera nicht da. Wir spielen Reise nach Jerusalem. Jedes Mal ist ein Stuhl weniger da als Menschen. Nein, die Vera ist in, hatte sie das letzte Mal gesagt? Ich weiß nicht mehr, ob sie das öffentlich gesagt hat. Sie ist da, wo Claudia ist, in Wien. Genau. Ja, aber ihr seid jetzt nicht, ihr sitzt nicht auf einer Bank und oder im Café Eiles, wie wir das ja letztes Mal herausgearbeitet haben, sondern... Jetzt nicht, jedenfalls. Nee, jetzt nicht. Wir saßen heute früh tatsächlich gemeinsam, die Vera, die Inga und ich, am Naschmarkt und haben draußen in einem Lokal gemeinsam gefrühstückt. Und genau, und da gibt es auch einen Audiogruß von den beiden. Und vielleicht mag der Sebastian den ja mal abspielen. Gerne. Hallo, schöne Grüße hier. Wir sind hier auf dem Naschmarkt und ja, ich kann zumindest heute nicht mithören. Also hier ist Inga übrigens und ja, schöne Grüße an alle im Chat vor allen Dingen. Hallo, liebes Sendegarten-Team, auch Grüße von mir. Wir sind heute Abend nicht nur beim Slam 2022 hier in Wien, sondern auch bei Drama Carbonara. Und deswegen kann ich auch leider nicht live zuhören und nicht live dabei sein. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß. Einen schönen Tag noch und einen schönen Abend. Tschüss. Genau, wir hören uns gleich. Boah, die Stimmung war ja richtig gut. Da das möchte man ja dabei gewesen gut sein. Ja. Ja, also ihr habt ja unanständig leckere Fotos verschickt, das muss ich ja sagen. Da sitzt man in so einer blöden Videokonferenz und dann kommen solche Bilder da. Normalerweise guckt natürlich nicht auf sein Handy in einer Videokonferenz, aber ich habe das dann doch gemacht und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht mal sein. Sabba, sabba, sabba. Und dann musste ich schon aufpassen, dass ich nicht ins Keyboard tropfe. Na, also wirklich. Ja, sah sehr lecker aus. Sehr, sehr lecker. Ja, war es auch. Und wir sind hinterher dann noch ein bisschen durch die Innenstadt gegangen und ja, haben dann noch so eine Mini-Runde gemacht, so ein paar Sachen, so ein paar Innenhöfe, Abkürzungen und sowas, was ich ihnen dann da gezeigt habe. Genau, war schön, war auch richtig schön, die beiden zu treffen, ja. Und ja, war richtig toll. Aber habe ich das gerade richtig gehört? Die Vera macht jetzt nicht nur Schlammdichten heute, sondern auch noch irgendwie Drama Carbonara live oder was? Oder wie? Hat sie dich aufgeklärt? Die sind da wohl irgendwie nebenan, quasi in der Location nebenan oder so sogar. Ich habe es jetzt nicht so richtig verstanden und soweit ich es mitgekriegt habe, hat es irgendetwas mit Musik oder so zu tun. Aber genau, also ich bin da auch nicht wirklich informiert. Aber sie wollten da direkt hin und haben gesagt, deswegen müssen sie von der Vorrunde auch ein Tickchen zu früh aufstehen und da raus. Aber sie waren dann der Meinung, das lohnt sich dann durchaus. Und ich gehe davon aus, dass die beiden wissen, was sie tun. Also. Aha. Oh, es ist sogar dramacarbonara.at. Das sind sogar Österreicher, was? Das macht also ja sein. Also jedenfalls ist es eine österreichische... Genau, mag sein. Könnte möglicherweise so sein, vielleicht. Vielleicht ist es auch autoterrestrisch. Nee, egal. Na gut, also gut. Das hatte sie uns nicht verraten, das hat sie uns jetzt verraten. Deshalb gibt sie uns Rätsel auf. Naja, egal. Jetzt ganz herzlichen Dank jedenfalls für die schönen Grüße. Und schön, dass ihr eine gute Zeit in Wien gehabt, also gemeinsame Zeit in Wien gehabt habt. Ja, das war total schön. Und die beiden sind ja jetzt hier dann nur noch ein paar Tage und gucken sich diese Slam, also Poetry Slam Meisterschaften an und bin mal sehr gespannt, was sie dann halt noch alles uns vielleicht auch in die Gruppe schreiben oder so. Nur mal gucken. Ah, der Sascha ist auch da, hat auch schon Drama Carbonara AT
ermittelt. Sehr schön. Ja, ich wollte euch eigentlich willkommen heißen. Willkommen in der Normalzeit. Das klingt doch richtig erleichternd, oder? Jetzt ist wieder normal. Der ganze Scheiß, den uns in den letzten Monaten irgendwie begleitet hat, ist weg. Jetzt ist wieder alles normal. Also ich finde das irgendwie erleichternd. Ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem ja die Sache mit dieser einheitlichen Uhrzeit von der Bahn irgendwann mal erfunden wurde, wäre ich jetzt vielleicht vorsichtig. Nicht, dass wir jetzt noch mehr Wartungszyklen brauchen oder so. Und ist ja leider auch nicht so, dass alles wieder normal ist. Dauert ja auch lange, bis man wieder auf ein normal, vielleicht kommen wir da nie wieder hin. Ich meine, sagt ja, also ich neige auch dazu zu sagen, das ist dann mal, dann ist es vorbei und dann ist es wieder so wie vorher. Ich glaube, das wird nicht so sein. Irgendwie wird es immer anders sein als vorher, was immer vorher war. Keine Ahnung. Vorher war ja auch nicht alles gut. Aber früher war ja immer alles besser, das wissen wir ja schon. Naja. Je älter man wird, desto besser war früher. Ja. Früher war alles besser, auch die Zukunft. Ja. Früher war alles Zukunft. Ja, so ist das. Ja, vor allen Dingen freue ich mich ja für den Lars. Also wir haben ja beim letzten Mal gesagt, er ist nicht da, weil er nämlich krank war. Hat er nämlich das Hohe C zu Gast. Aber jetzt ist er wieder da. Das freut mich und uns alle wahrscheinlich sehr. Ja. Ja, mich auch. Und ja, die Pandemie ist vorbei, zumindest für mich, für ein paar Wochen. Ja, ich wollte das sagen. Für den Moment, ja. Es gibt ja Mehrfachtäter. So, genau. Für einen kleinen Moment habe ich jetzt erstmal Ruhe wahrscheinlich, aber war nicht besonders witzig, obwohl das sicherlich noch, definitionsgemäß noch als leichter Verlauf durchgeht, aber witzig war das nicht und zäh war es. Also, Leute, seid vorsichtig. Ja, kann man, aber es ist inzwischen, also ich laufe immer noch mit Maske rum, aber ich bin jetzt insgesamt, habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wirklich nur noch einer von den Handvoll Verrückten, die das noch machen. Langsam komme ich mir auch ein bisschen komisch vor. Ich muss immer sagen, Martin, du weißt, wofür es gut ist. Es ist für die gute Sache, es ist für deine Gesundheit. Aber wenn du den ganzen Tag mit Leuten umgeben bist, die sich da alle einen Dreck drum scheren, wird es immer schwieriger. Also irgendwie. Da war und ist mein Fell sehr dick. Also ja, da bin ich gerne jetzt der Abweichler, der die Maske trägt. Zwar hat es mich jetzt trotzdem ereilt, aber ich werde da nicht mit aufhören. Ja. Also ich kann mit dem Image total gut leben. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Nee. Ja, ich habe halt immer das Problem, also ich muss immer, wenn ich im Büro bin, Headset ab, Brille ab, Maske auf, Brille auf, rausgehen, dann wieder reinkommen, dann Brille ab, Maske ab, Brille auf, Headset auf. Und das mache ich dann irgendwie fünfmal am Tag oder so. Und irgendwann, letztens war ich total durcheinander, da hatte ich, glaube ich, erst die Maske und dann das Headset oder andersrum. Und so. Was ist das für ein Irrsinn hier? Aber und für jeden Gang, ne? Also gehst du mal eben zum Kopierer, also dann, wenn, so wie heute Nachmittag, da war ich ganz alleine im Flur, da habe ich mir dann auch mal das erspart, habe ich mir dann leichter gemacht, aber und es ist mir auch nicht, also es ist mir nicht geheuer, so in engen, wo mehrere Menschen zusammenstehen und dann, ich kann es immer noch nicht ertragen, aber wenn man so vom Mittagessen in der Cafeteria so ist und guckt sich dann um, sitzt ganz alleine irgendwo in der Ecke, weit ab von allen anderen und du siehst vor dir Menschentrubel, Schulter an Schulter, Umarmungen, also so wie in der Normalzeit. irgendwie leben die ein anderes Leben als ich. Aber vielleicht bin ich sicherer. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hat es mich morgen auch erwischt, keine Ahnung. Also ich will mir da nichts einbilden. Ich bin ja der Letzte hier in der Bande, der noch sagen kann, er hat es nicht gehabt. Also ist zumindest nicht bewusst. Ja. Ja, also wir hier auch fast die Letzten, nicht ganz, aber. Hast du es auch noch nicht gehabt? Nee. Oh, wie komme ich denn da drauf, dass du es schon gehabt hast? Nee. Oh, dann habe ich ja Quatsch erzählt. Ich nehme alles zurück. Können wir das nochmal zurückspulen, bitte? Sebastian, sofort zurückspulen. Über tapen. Wie geht denn das? Soll ich eine Edit-Marke setzen?
Nee, Edith. Ja, einmal für Edith. Naja. Nee, ich bin jetzt auch in 2 Wochen, 3 Wochen bin ich bei einem Vereins-Event Dingsbums da in der Nähe von Frankfurt tatsächlich, um mich da, also ist ja auch egal. Naja, egal. Jedenfalls muss ich da vor Ort sein, obwohl ich eigentlich gerne remote dabei hätte sein wollen, was ich bis letzte Woche auch so geplant hatte. Und dann hieß es, nee, ich muss hinfahren. Und da werde ich auch die ganze Zeit mit Maske drinnen sitzen. Ich fahre 9 Stunden selber dahin. Ich fahre 9 Stunden selber wieder da weg. Ich habe keinen Bock, mit Kopfschmerzen und Fieber da durch die Gegend zu fahren. So richtig nicht. So just no. Nee, will man nicht, ne? Nee. Also von daher, also da kann ich mit dem Image von, das ist die Komische, die mit der Maske rumrennt, total super leben. Also. Ich finde es total schade, dass man Leute nicht anlächeln kann. Das merke ich tatsächlich, das geht mir zunehmend auf den Pinsel. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Zähne so schön sind und dass mein Lächeln so reizend und liebreizend ist, ne? Aber das ist schon eine Kommunikationsebene, die dann einfach weg ist. Ich kann nicht mit den Augen so lächeln, wie ich das mit dem Mund kann. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube, es sind alle ein bisschen besser drin geworden, es zu erkennen. Meinst du? Außer die KI natürlich schon, aber die Menschen, ich bin mir da nicht so sicher. Manche gucken so böse, auch wenn ich sie anlächle. Vielleicht lächle ich auch gar nicht, vielleicht gucke ich auch böse. Vielleicht gucke ich mit ganz bösen Augen, kann ja sein. Matti, guck mal böse. Nee, kann ich jetzt nicht. Nicht hier mit euch, das kann ich nie. Das sieht dann komisch aus. Nee, also wenn ich so in etwas verknistert durch die Gegend laufe, stimmungsgedämpft. Hatte letztens jemand, der hatte Apfelsaft gemacht und er meinte, ach, das ist ja ein ganz toller naturtrüber Saft. Und ich dachte, oh, das beschreibt meine Seelenlage eigentlich ziemlich gut. Naturtrüb. Aber wir können ja mal versuchen, das zu enttrüben hier. Ja, ja, bitte. Dann kannst du es ja mal keltern oder läutern. Läutern ist das, ne? Keltern. Filtern. Schau, immer. Eine Ablenkung. Ja, dann lass uns doch mal über die schönen Dinge im Leben reden. Jawohl. Zum Beispiel, dass ein Multimilliardär den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft hat. Was hattet ihr denn davon? Ach, so viel. Haben wir gesagt. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Jetzt hat's gesagt. Das war ein Es ist kompliziert Schweigen. Ah, okay. Ja, es ist die Frage, wer fängt an? Lars, magst du anfangen? Ja, ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich finde die Personalie Elon Musk nicht unproblematisch. Ich finde dieses in den Himmel heben oder auf den Sockel stellen, was mit ihm gemacht wird, problematisch. Aber der Mann ist halt Geschäftsmann, Kapitalist, und mich wundert gar nichts. Und was jetzt aus Twitter wird, Twitter ist für mich schon eine ganze Weile kaputt, muss ich sagen. Deswegen mache ich mich auch seit einiger Zeit ziemlich rar dort. Aber ja, mal gucken. Also muss jetzt erstmal schauen. Ich fand eben die Geschäftsführung vorher auch nicht besonders aufregend im positiven Sinne. Ja, das muss ich mir jetzt angucken, was daraus wird. Also ich flüchte da jetzt nicht weg. Bei Mastodon, worüber wir sicher noch sprechen werden, bin ich schon eine ganze Weile. Und ob sich Twitter jetzt inhaltlich nennenswert verändern wird oder nicht, wird sich zeigen. Denn Gesetze sind ja nun mal jetzt auch nicht ausgehebelt. So, das heißt, ich warte erst mal ab. Vorsichtiges Abwarten. Ja, das ist. Ich erwarte keine besonders positive Geschichte. Ich würde nicht ausschließen, dass vielleicht ein Seiteneffekt auf Dauer sein könnte, dass man vielleicht die API wieder aufmacht, womit man ja
Clients im Prinzip aktiv ausgesperrt hat und Twitter für viele Menschen eben auch unbrauchbar gemacht hat, aktiv, dass man vielleicht dann sagt, ja, das ist eine blödsinnige Idee gewesen. Der Ansicht bin ich übrigens sehr deutlich. Das machen wir rückgängig und machen das wieder auf. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein mittel- bis langfristiger Seiteneffekt ist, der positiv ist. Und den Rest muss man sich einfach mal angucken. Also ich erwarte jetzt nicht, dass das innerhalb von kürzester Zeit eine massiv rechte Plattform wird, aber das muss man sich jetzt angucken. Und das werde ich tun. Ich renne da jetzt nicht weg und sage, nee, jetzt ist schlagartig alles weg und alles Mist. Wobei halt, wie gesagt, für mich war es im Moment in der letzten Zeit eben sowieso nicht ganz besonders toll. Deswegen warte ich einfach ab. Für mich ändert sich im Moment nicht nennenswert was gerade. Absolut. Also der Sofa-Reporter im Chat ist da wohl deiner Meinung. Der sieht das da sehr ähnlich. Und der Schiller schrieb gerade, vollen API-Zugriff gibt es dann für 18,99 im Monat. Ah. 18? Na, 19. Aber auch nur, wenn es noch Entwicklerin dann gibt, naja, bei Twitter. Wenn Stephen King darüber meckert, dann werden es 7. Ja. Genau. Schauen das wir war mal. Ja ein Ding, ne? Also dieser Tweet, vielleicht zur Aufklärung her, ich weiß nicht, war das ein amerikanischer Autor oder so? Stephen King. Ach, Stephen King war das? Ich meine wohl, ja. Okay. Also der hat gesagt, dass die $20 ihm zu teuer wären für den blauen Haken oder für das, was da dran hängt. Und daraufhin hat Elon Musk gesagt, wie wär's denn mit 8? Das ist doch alles ohne Konzept und ohne Plan. Aber erst mal die Chefetage ausgeräumt. Das ist auch witzig. Er macht jetzt alles selber. Ja. Ich meine, wer eine Firma hat, die SpaceX heißt, der macht die nächste Firma TweetX auf, ne? Und X heißt dann Exodus. Raus mit euch. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig alles. Also ich bin ja seit Jahren nicht mehr aktiv auf Twitter. Also ich habe auch alle Podcast-Profile da dicht gemacht schon. Ich habe halt noch hast meine du auch Autorin. Gelöscht? Also du bist wirklich raus oder hast du es nur einschlafen lassen? Nee, auch gelöscht. Gelöscht auch, ui. Ja. Geht das überhaupt? Ja. Offenbar. Also, so gut man das halt eben als Mensch machen kann. In den Backups und so weiter, also die Daten liegen natürlich bei Twitter vor, das ist schon klar. Ja. Ja, aber also der Account ist halt auch dicht. Ich habe halt meinen privaten Account und den Autorinnen-Account halt noch behalten, aber da habe ich halt auch das letzte Mal vor 6 Wochen oder so reingeguckt, bevor das jetzt gerade dann war. Also von daher betrifft es mich jetzt halt auf der Seite quasi nicht, weil ich Twitter schon seit Ewigkeiten nicht aktiv genutzt habe. Ich sehe es jetzt halt tatsächlich eben von der Mastodon-Seite, weil wir, also der Clemens und ich, wir betreiben ja auch einen eigenen Server unter literatur.social, so für die Bücherbubble und der raucht jetzt, der qualmt schon. Also der hat tatsächlich letztes Wochenende dann mal nächtlich neue Festplatten gekriegt. Da synchronisiert das jetzt gerade ein paar Tage alles rüber nebenbei, weil das auf dem Schlag sich zeitlich nicht ausging mit einer Downtime. Genau, und da pflegen wir auch den Server ein bisschen. Und es sind jetzt aber auch schon Menschen, die uns unglaublich gerne Geld geben wollten dafür. Dann haben wir uns eben drum gekümmert, dass wir ein Spendenkonto aufmachen. Und genau, aber wir haben halt auch wirklich neue Leute jetzt halt auch jeden Tag tatsächlich auch bei uns auf der Plattform. Und insgesamt ist halt auch die Timeline viel, 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 viel voller geworden. Man hat schon gemerkt. Ja, lohnt sich richtig, ne? Lohnt sich richtig reinzuschauen, so alle paar Stunden mal. Das tut sich was. Ja, nicht nur alle paar Stunden tatsächlich. Also für mich ist das hier gerade schon so dicht an Stress. Und dass wirklich alle Sekunde da halt irgendwie neue Meldungen irgendwie in die Timeline ploppen. Das bin ich so ja gar nicht gewöhnt. Ich bin ja auch schon seit 2018 bei Mastodon und eigentlich auch quasi nur noch dort. Und ja,
es gibt jetzt halt Leute, die haben, ich glaube, der Luca Hammer war das, der hat ein Tool gebaut, genau, fedifinder.glitch.me ist es, wo man quasi seine Kontakte von Twitter durchsuchen kann, also mit seinem Twitter-Account, ich werfe das mal eben in den Chat, da. Genau, wo man die durchsuchen kann, wer da schon ein Mastodon-Handle eingetragen hat, irgendwo in der Beschreibung. Und dann kann man die, also das wirft dann halt ein CSV aus und das kann man dann bei Mastodon in die Follower-Liste oder in die Follow-Liste halt importieren und hat dann seine Kontakte von Twitter, zumindest alle, die halt ein Mastodon-Profil eingetragen haben, den folgt man drüben dann auch schon wieder. Sehr, sehr praktisch, das haben auch viele jetzt gemacht und ja, fühlt sich. Eben für die Hörenden, die das hier in der Konserve hören, das Ding heißt fedifinder.glitch.me. Mhm. Fedifinder, also fedifinder.glitch.me. So, genau. Damit kann man umziehen quasi. Ja, beziehungsweise damit findet man die Kontakte von Twitter, die ein Mastodon-Handle in der Beschreibung haben oder halt als Usernamen angegeben haben. Mhm. Ich habe mir das angeguckt und dann habe ich so überlegt, will ich das eigentlich? Also ich meine, kurz zur Zusammenfassung, ich bleibe auch erstmal bei Twitter. Ich bin da auch nicht mehr so wahnsinnig aktiv. Ich habe mich letztens beim Tatort mal wieder hinreißen lassen, 4 Tweets zu schreiben, weil der so schlecht war, dass ich mich mehr mit Twitter beschäftigt habe als mit dem Tatort. Das war wirklich, wirklich lustig. Und aber da habe ich gemerkt, mein Gott, 4 Tweets an einem Abend, das hast du jetzt schon, wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht? Also ich habe das Gefühl, ich lese da nur noch so mit und das ist schon auch eine wichtige Quelle für Nachrichten und auch für Fachnachrichten tatsächlich geworden. Und insofern würde ich da tatsächlich auch was verlieren, wenn ich das nicht mehr lesen könnte. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn das jetzt ganz unerträglich wird und Herr Trump mir jetzt jeden Morgen zur Begrüßung irgendwelche rechten Parolen um die Ohren haut oder so und ich flüchten muss, würde ich denn alle meine Accounts bei Mastodon wieder haben wollen oder wäre das nicht auch eine gute Gelegenheit zum Saubermachen? Also wirklich die rauspicken, die man vielleicht am meisten schätzt und die anderen dann vielleicht so die Gelegenheit nutzen, sich zu trennen. Und ich fange aber schon bei Mastodon wieder an, das zu sammeln. Also ich habe schon wieder Sachen abonniert, wo ich denke, kenne ich zwar nicht, aber klingt interessant. Es geht schon wieder genauso los. Ich lasse mich da einfach, ich komme einfach irgendwie von dieser Sammelleidenschaft auch nicht weg. Aber alle so eins zu eins mitnehmen, irgendwie, nee, das würde ich auch nicht wollen. Ich weiß nicht, irgendwie sperrt sich bei mir da was. Aber obwohl ich dieses Tool von der Idee her sehr gut finde, aber ich glaube, für mich ist das nichts. Sebastian, ja. Was machst du denn? Bleibst du auf Twitter? Ich habe natürlich den Studio-Link-Account dort, aber ich bespiele den jetzt ja nicht so aktiv, nur für Neuigkeiten. Dafür wird er wahrscheinlich bleiben. Und ansonsten bin ich schon auf Mastodon seit ein paar Jahren, bin aber sowieso eh nicht so Social Media aktiv. Wie heißt du denn auf Mastodon? Habe ich dich überhaupt abonniert? Das kann aber wohl nicht wahr sein. S.Reimers@chaossocial müsste es sein. S.Reimers. Suche Konten. Sebastian Reimers, die folge dir. Ich kann dich nur entfolgen. Okay. Alles gut. Ich bin einer von 122, die dir hinterherlaufen. Siehst du? Ja. Gut. 55 Beiträge. Oh, das ist ja überschaubar. Und die Antenne. Ich sehe da die Antenne. Super. Sehr gut. Genau. Ja. Also du rennst jetzt auch nicht davon. Also es ist ja auch lustig, ne? Da übernimmt er jetzt diese Firma. Das ist so ein bisschen wie Lars gesagt hat. Ich habe mich vorher nie dafür interessiert, wer hat denn vorher da irgendwie an den Schalthebeln gewerkelt. Und jetzt kommt er da mit so komischen, kruden Theorien. Ja, so ist er halt. Das ist halt der komische Musk, der wird immer etwas seltsam bleiben und für mich nicht nachvollziehbar, was er da treibt. Und ich habe so Flucht ich habe nicht direkt Fluchtimpulse, aber ich merke um mich herum so Fluchtimpulse und dass Leute darüber nachdenken und so weiter.
Und dann sagte irgendjemand, ja, aber was ist denn mit Tesla? Ihr fahrt doch alle Tesla. Das ist doch völlig in Ordnung, dass er, müsste man dann nicht auch diese Autos alle an den Straßenrand stellen? Und ich dachte, das stimmt eigentlich. Also wenn man jetzt so mit der Person über Kreuz liegt, dann müsste man ja tatsächlich auch alle anderen Organisationen, die er so betreibt, irgendwie ablehnen. Und das tut ja auch keiner irgendwie. Also das ist alles von einer Emotion getrieben. Das ist sehr, sehr seltsam. Lass mal so, das eine ist eine Plattform, über die eben andere Menschen Dinge verbreiten. Und da finden, da muss also entschieden werden oder wird sicherlich entschieden werden, was ist okay und was nicht. Das andere ist erstmal ein Fahrzeug. Da laufen jetzt nicht irgendwie Parolen außenrum und auf den Raketen steht auch nicht drauf, dass irgendwie Trump ein totaler, ein totales Genie sei oder was weiß ich. Also ich mache zwischen der Art der Projekte einen Unterschied. Wenn man das jetzt wirklich nur an der Person festhängt, ja, dann wer sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, der müsste wahrscheinlich dann auch eben SpaceX und Tesla und was weiß ich, Neuralink und naja, das ist sowieso noch ein eigenes Thema. Und keine also, Tunnel mehr benutzen, genau. Und alles Mögliche höchst kritisch sehen. So. Ja, und, ja, ja, ja. Jetzt eben bei einem sozialen Netzwerk, was eben auf eine Weise eben auch ein, ja, deswegen tue ich mich bei solchen Themen spontan schwer und sage, es ist kompliziert. Ja. Ein Information- und Desinformations- und Propagandasystem sein kann, wo dann inhaltlich Einfluss genommen werden kann, kann es also mehr Probleme geben. So, und das muss man sich eben angucken, was dieser Mensch da tut. Das ist einfach so, wenn jetzt, was soll ich sagen? Zweifelsfall, also du ja, musst nicht. Ja, ne? Also fühl dich jetzt nicht. Angenommen, Elon Musk würde jetzt Vielmann kaufen. Würden die Leute dann sofort alle sagen, okay, ich trage meine Brille nicht mehr und gehe woanders hin? Also ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist. Ich muss sie auch für mich selber ausloten. Das heißt ja, aber, ja. Das Ausloten heißt, ich warte erstmal ab und renne jetzt nicht davon. Dass ich Elon Musk für eine problematische Persönlichkeit halte mit problematischen Ansichten, das ist unbenommen. Steht aber vielleicht nicht unbedingt auf dem gleichen Blatt. Das ist ja, ist tatsächlich vielschichtig. Ne? Also es ist nicht so schwarz-weiß, wie man jetzt so in den letzten Tagen. Ich finde auch toll, was seine Raketenfirma macht. Ne? Ja, also, ja. So, da kann ich jetzt aber nicht sagen, weil ich die Personalie Elon Musk problematisch finde, ist das alles, was SpaceX macht, auch alles Mist. Also das funktioniert für mich nicht. Und weil es für mich auf diesem Wege nicht funktioniert, warum soll ich das bei Twitter anders handhaben? Das heißt, ich gucke mir das erstmal an. Und ja, es kann auch sein, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe und sage, das geht so nicht, ich bin auch weg. Aber das ist nicht jetzt. Das muss ich einfach mehr angucken. Ja, man kann ja auch gar nicht abschätzen, was da jetzt passiert. Also entweder wird man mit Werbung zugeballert, oder wenn man keinen blauen Haken für 8 oder 20 oder x Dollar pro Monat kauft, dann ist man wirklich von allen Informationen abgeschnitten oder so. Das kann ja, also der Unternehmenswillkür ist man ja ausgeliefert. Also klar, es ist ein kostenloser Dienst, ne? Ich nehme einfach, was mir geboten wird. Ich aus der jahrelangen Nutzung und dem, wie es so war, kann ich ja keine Ansprüche stellen und sagen, ja, aber das ist aber immer so gewesen und das muss jetzt auch immer so bleiben. Nö, wenn der Eigentümer wechselt, kann der auch neue Regeln schaffen. Ist schon in Ordnung. Ja, aber und eben den Regularien des Managements, was du vorher auch schon ausgeliefert. Ja, ja. Das genau. Ist das hat sich nicht geändert. Es kann sein, dass Dinge sich jetzt irgendwie öffnen, dass Dinge sich jetzt schließen, aber solange wir das nicht wissen, ist das für mich jetzt wirklich wirklich komisch, aufgrund von Mutmaßungen oder was weiß ich, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. So. Richtig.
Ich war vorher nicht besonders aktiv. Für mich tut es im Moment nicht weh, einfach abzuwarten. Ich weiß, dass andere Menschen, die mit Twitter, das war bei mir auch schon durchaus so und das ist auch nicht weg, durchaus so eine Art Wohlfühlbubble verbinden und sagen, Mensch, hier habe ich mich sehr wohl gefühlt und jetzt Sorge haben, dass sich daran etwas ändert. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade den Luxus, dass ich einfach warten kann. Für andere Menschen ist die Sache ja emotionaler besetzt und teilweise eben auch wichtiger für Halt und solche Sachen. Da verstehe ich durchaus, dass es da Sorgen gibt. Das will ich nicht davon reden. Aber solange man das noch nicht weiß, was passiert, würde ich sagen, erstmal Kirche, Dorf und so. Claudia, warum hast du denn Twitter den Rücken gekehrt? Ich meine, da, als du gegangen bist, war doch von Musk noch lange nicht die Rede, oder war das schon, stand das schon irgendwie am Horizont? Nö, ne? Mir war das also vor Jahren schon zu stressig tatsächlich. Also das alles zu aufgeregt etc. Das, ich habe halt gemerkt, dass es mir einfach mental viel besser ging ohne. Und nachdem viele Leute, mit denen ich ohnehin zu tun hatte oder zu tun haben wollte, auch auf Mastodon waren, habe ich es jetzt nicht, also literally nie vermisst. Ja, also als ich jetzt die Tage mal reingeguckt hatte eben in die beiden verbliebenen Accounts und dann halt auch gesehen hatte, hier so Stephen King und ein paar, die Shoshana Zuboff, die dann da was schrieb und ein paar Autorenkolleginnen, dachte ich mir so, ach ja, ach gucke. Ja, wäre eigentlich schön, die mal wieder öfter zu lesen. Und dann habe ich den Tab zugemacht und mir gedacht, naja, irgendwann werden sie auch schon da ankommen. Aber also ich packe das halt einfach wirklich mental nicht. Also dieses, mir ist das tatsächlich sehr schnell zu viel. Halt auch mit, hier blinkt was und da eine Benachrichtigung und guck dir das an und guck deine Neuigkeiten und überhaupt. Und das ist so ein, nee. Aber das ist doch in einem anderen Netzwerk wie jetzt Mastodon gar nicht so viel anders. Gut, es ist ruhiger gewesen, weil einfach weniger Traffic, also weniger Menschen da waren, die weniger geschrieben haben. Aber wenn sich jetzt tatsächlich eine größere Menschenmenge aufmacht und dieses Fediversum da für sich erschließt, dann wird es doch wahrscheinlich auch so sein, dass da viel zu lesen ist. Es blinkt und blinkt den ganzen Tag. Dann wird dir doch im Grunde dieses Ökosystem weggenommen. Nee, nicht ganz. Ich suche da gleich mal einen schönen Artikel raus. Da hat jemand, der jetzt ein paar Monate seit April, also seit die Ankündigung da kam mit Musk könnte Twitter kaufen wollen oder würde Twitter kaufen wollen. Der Mensch ist halt seit April dort auf Mastodon und hat 4 Features quasi so identifiziert, die bei Twitter einfach technisch anders gelöst sind und was alleine dazu führt, dass weniger Stress quasi ist. Also erstens, ne, es ist eine chronologische Zeit, also Timeline. Du hast kein algorithmisches, keine algorithmische Verstärkung von viel geteilten Tuts. Das heißt, okay, oder Posts. Das heißt, du hast eben nicht dieses Drama-Wettrennen. Oder guck dir an, was gerade hier, da und dort. Also es gibt zwar Trends, das kann man an- oder ausstellen, ob man das sehen will oder nicht. Die native Mastodon-App hat so Vorschlagsalgorithmen. Die gibt es sonst halt auch, wenn man es über den Browser verwendet, eben nicht. Was ich viel angenehmer finde. Es sind so Sachen wie, dass nicht in der Übersicht dran steht, wie viele Leute das geliked haben oder wie viele von deinen Kontakten irgendwas geliked haben. Alleine so Mini-Sachen, die dazu führen, dass es halt weniger aufmerksamkeitsheischend ist. Ja, okay. Ich benutze das immer so ganz stiefkindlich. Also ich bilde mir ein, meine Twitter-Timeline ist chronologisch. Bilde ich mir ein, weil ich es mir irgendwie eingestellt habe, dass das wirklich das, ne, die neuesten oben. Natürlich weiß ich nicht, was der Algorithmus im Hintergrund da an Manipulationen durchführt, keine Ahnung. Aber es fühlt sich für mich zumindest so an, als wenn das alles so
aufeinander aufbaut. Und wer da jetzt wie viel geklickt und getweetet hat und diese ganzen Statistiken, das hat mich ja sowieso noch nie interessiert. Also, das weiß ich überhaupt nicht. Was mich natürlich schon, wenn ich irgendwas in die Welt gesetzt habe und dann macht es irgendwie Pling und jemand hat mir ein Herzchen dafür gegeben, das finde ich schon schick, muss ich sagen. Also ne, irgendjemand hat gemerkt, ich habe was geschrieben und findet das gut. Das tut mir dann auch gut. Aber es reicht dann auch einer oder vielleicht zwei. Also wenn es dann irgendwie, ich hatte ja mal einmal diesen Tweet mit diesem Duschvorhang, der aussieht wie ein Bücherregal. Mhm. Und da habe ich irgendwie 750 Likes oder sowas bekommen. Das hörte überhaupt nicht auf zu klingeln hier. Das war mir echt schon, also so viel Aufmerksamkeit will ich ja überhaupt gar nicht. Also Himmels Willen. Also so ein bisschen, ne, dass man merkt, man ist nicht so ganz allein in der Welt. Finde ich schon schön, aber mehr braucht ich auch gar nicht. Also von daher glaube ich, wird der Unterschied für mich gar nicht so groß sein. Aber natürlich, es gibt so Power-Nutzer, die das dann irgendwie ganz anders bedienen. Da ist eine ganz andere Experience also, dahinter. Likes und so gibt's ja. Ja, es steht halt nur in der Übersicht nicht dran, wie viele es waren. Also du kriegst schon eine Benachrichtigung oder halt, wenn du es eingestellt hast, ne, kriegst du schon eine Benachrichtigung, steht nicht dran. Wenn jemand etwas liked. Nur wenn du dann direkt den Post aufmachst. Also wenn ich jetzt hier, sehe ich halt meine Übersicht und dann sehe ich da nicht, wie viele Leute irgendetwas, was habe ich denn hier? Ich habe der Claudia was hier geschickt. So. BFDI hat zum Beispiel, bleibt der klarste Dissens des Tages die Kritik der Abteilungsleiterin der Datenschutz hindere das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte am Forschen an den Daten von Gesundheitsregistern durch übertriebene Datenschutzvorgaben, bla 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 bla. Längerer Tut, so, der ist eine Stunde alt, wurde mir da gerade durch ein Teilen von wem anderen, also Boosten, in die Timeline nochmal gespült, also nicht, dass ich ihn nicht ohnehin folge. 50. Und wenn ich da jetzt drauf, also da sehe ich halt nichts dran. Ja, also ich sehe eine Möglichkeit, es zu liken, ich sehe eine Möglichkeit, es zu reposten, aber sonst nicht viel. So, und wenn ich drauf gehe, dann sehe ich erst Metriken, wie es ist dreimal geteilt worden und kein einziges Mal geliked, in dem Fall, was ich jetzt inhaltlich auch verstehe. Okay. Und alleine dieses, dass alle Posts quasi gleichwertig sind, wenn sie bei dir durch die Timeline kommen. Aha, okay. Ja, alleine das macht es halt weniger stressig. Und eben ist es kein Algorithmus da, der sagt, guck dir dies an, guck dir jenes an. Ja, Leute aus deinem Netzwerk finden das übrigens total spannend. Jaha. Mir egal. Ja, außer bei dem Pfeil nach links. Also ich habe hier die Tusky, Tussi? Na, wie heißt Tusky, die denn? Tusky, ja. Tusky, ne, so genau. Da ist so ein Pfeil nach links. Das ist wahrscheinlich Antworten. Wie viele Antworten es darauf gibt. Ah, okay, da steht 1 oder 0 oder sogar 1 plus. Das heißt also mehr als eine Antwort, okay. Genau, es aber gibt das keine ist dezent. Antwort, eine Antwort oder viele. Also aber mehr als eine. Da, ganz rechts, dieses Rechteck mit dem kleinen Winkel unten drin, ist das so eine Art Merke? Merke dir das oder was ist das? Rechteck mit Winkel? Also, Lesezeichen, ja. Ja, du Lesezeichen. Dir, genau, das ist so wie so ein Lesezeichen. Genau, du kannst dir Lesezeichen setzen und dann siehst du in deinem eigenen Profil alle deine Lesezeichen. Okay, dann habe ich das richtig benutzt. Ich hatte gestern irgendwas gelesezeicht und dann habe ich gedacht, oh Gott. Womöglich hast du das jetzt gemeldet. Ich war mir unsicher. Ja, ich brauche auch nochmal eine Bedienungsanleitung für Tusky. Irgendwo gibt es sie ja bestimmt auch. Ja, garantiert. Und es gibt auch so viele Leute, das war im April schon so, als der erste größere Ansturm war und jetzt halt auch wieder, dass die eingesessenen HäsInnen den Neulingen da halt auch ganz viel erklären und so, guck mal, hier findest du oder hier sind Artikel oder da ist eine Anleitung oder immer halt auch freundlich kommentieren, wenn irgendwer fragt, so, oh mein Gott, wo finde ich denn? Dann einfach schnell eine Antwort drunter mit, guck mal, da ist das oder das ist aus Gründen von X anders als bei Twitter. Deswegen funktioniert das hier so oder so.
Also. Ja, es ist ja schön. Also, dass das zum Beispiel jetzt auf der ersten Ansicht jetzt nicht so, so plakativ steht, hier, dieser Tweet hat 1000 Likes oder so, sondern erstmal alles also gleichwertig daherkommt. Oh Gott, ich sehe gerade Herrn Scholz, wie er in den Flieger steigt. Das will ich gar nicht sehen. das ist natürlich eine andere Timeline als ich, ja. Wen habe ich? Wer schreibt sowas? Warte mal. Das Bundespresseamt, ja. Warum mache ich das? Warum abonniere ich das Bundespresseamt? Weil es mir irgendwie unter die Füße gekommen ist. Weil ich mich freue, dass Bundeseinrichtungen jetzt die Möglichkeit nutzen, datenschutzkonform soziale Netzwerke zu benutzen. Also die haben sich ja doch relativ zurückgehalten bei Twitter. Also einige haben sich nach vorne gewagt, haben dann schon auf die Finger gekriegt. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, der hat sich ja wieder zurückgezogen von Twitter, der Datenschutzbeauftragte da. Das hat ja auch großes Bedauern ausgelöst, weil das natürlich auch eine Informationsquelle ist. Also machen wir uns nichts vor. Also ich habe über Twitter schon sehr viel gelernt. Fast so viel wie über YouTube. Es ist leider so. Es ist leider so. Ich will diesen ganzen Scheiß auch nicht, aber ich bin ein Mensch der Gegenwart und benutze das einfach und ich lerne darüber. Ich lerne daraus eine Menge. Und es ist, ich weiß, ja, du kannst alle Videos vom CCC unter cccmedia.de kannst du genauso gucken, aber wenn dann mir das in der YouTube-Timeline da oder im YouTube-Abo vorbeischwimmt, da klicke ich eher drauf. Es ist so. Es ist einfach das Ding. Deswegen, ich kann alle verstehen, die irgendwie hier Spotify benutzen und sagen, ja, aber das ist doch Podcast. Nee, das ist nicht Podcast, aber ich verstehe, dass das für euch viel näher liegt. Ich fühle das. Also ich fühle auch sowohl das Dafür und Dagegen sein. Ah, kognitive Dissonanz. Jetzt habe ich das Wort wieder. Jetzt, das habe ich da vorhin gesucht. Genau. Ja. Ich kann das auch, wie gesagt, total nachvollziehen. Ich habe da auch so meine Dinge, aber genau eben Twitter, Facebook, YouTube und so weiter, das sind tatsächlich alles Sachen, die ich nicht nutze. Also, wenn mir jemand Facebook, ein YouTube Facebook YouTube kommt mir Link, auch nicht ins Haus. Nein. Ja, nee, das auch nein, nicht. Nein. Aber Instagram jemand, auch nicht. Und nope. WhatsApp? da gab es doch so eine Familiengruppe. Nein, auch nicht vom mehr. Chor. Ja, ja, du kommst nicht drum herum. Leider. Also ich komme nicht drum herum. Du schon. Entschuldigung, ja. Ich trinke schon wieder Mate und man merkt es gar nicht, dass ich hier schon wieder. Aber die muss ja weg, die ist im September schon abgelaufen. Von daher, ja. Ich kann nicht anders. Ich muss sie jetzt trinken. So, Entschuldigung, bring deinen Gedanken zu Ende. Ich bin unhöflich heute. Nee, überhaupt kein Ding. Also ich wollte nur sagen, wenn ich einen YouTube-Link kriege, dann packe ich mir den zur Seite und gucke mir das an, wenn ich am Rechner Zeit habe über FreeTube. Aber es ist für mich kein natürliches Handeln, auf YouTube-Links zu klicken, sondern ich kopiere mir die und packe mir die in ein Textdokument und warte, bis ich daheim bin und Zeit habe, mich mit Videocontent auseinanderzusetzen. Also ich bewundere deine Beherrschung. Ich fange sogar schon an, bei YouTube zu kommentieren. So schlimm ist es bei mir schon. So schlimm ist es schon. Und es wird mir geantwortet von den Kreatoren. Ja, es ist, ich bin bald ganz verloren. Vielleicht muss ich irgendwann mal so eine Digital Detox einlegen. Nee, vielleicht ist das bei mir dasselbe Ding, warum mir das auf Twitter auch alles so schnell zu viel ist. Mit guck dir dies an, guck dir jenes an, Blick hier, ja. Ton ja. Da. So, nein. Also ich schieb's eher darauf, dass ich halt ohne dieses ganze Aufmerksamkeitsgedöns einfach viel glücklicher bin und dass da meine Abneigung gegen Videocontent auch herkommt. Also selbe Schublade, schätze ich mal. Kann sein. Ich habe irgendwann mal, als ich noch den kleinen, tragbaren Schwarz-Weiß-Fernseher mit den drei Programmen hatte. So einen habe ich auch von meinen Eltern. Die haben da 1974 die WM mitgeguckt auf Sylt. Ja. Den hatte ich in meiner ersten Studentenbude stehen und ich habe jede Sekunde genutzt, um da reinzugucken, bis ich gedacht habe, du gehst ja komplett am Leben vorbei, das geht nicht, du musst irgendwie diese Suchtmaschine überwinden. Dann habe ich sie rausgeschmissen und habe dann, glaube ich, 2 Jahre komplett ohne Fernsehen gelebt und dann war ich so entwöhnt, dass ich auch selber wieder abschalten konnte. Also ich konnte dann irgendwann nicht mehr
ausmalen, außer zum Abend, also irgendwann in der Nacht, wo du konntest nicht mehr gucken, die Augen fielen halt zu. Aber ansonsten lief das Ding eigentlich rund um die Uhr. Und das war echte Sucht. Also das war wirklich, und ich brauchte eine Weile, bis ich das dann ganz erwachsen dosieren konnte und sage, so, jetzt gucke ich mir diese Sendung an und danach mache ich wieder aus. Das hat dann auch irgendwann funktioniert. Mhm. Aber jetzt das Gleiche ist jetzt bei YouTube auch, wie du schon sagst, ne, dann der Algorithmus schlägt sich ja da was vor. Ach, das könnte dir auch gefallen. Oh, ja, ja, natürlich. Das ist ja super. Ach, guck mal. Und es ist, ich habe heute Morgen so gedacht, oder gestern, wie war das denn? Ich habe irgendwie, bin auf irgendwas, habe irgendwas Neues gesehen und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, da könnte ich jetzt eigentlich sagen, ich habe auf YouTube was Neues entdeckt. Und dann sagte so eine Stimme in mir, nö, das hast du nicht entdeckt, das ist dir gezeigt worden, damit du es siehst. Also es ist ja kein Entdecken in dem Sinne, sondern es ist ein manipuliertes Kennenlernen. Das musste ich aber erst im zweiten Gedanken, musste ich mir das erarbeiten. Denn der Algorithmus. Und man muss ja auch überlegen, was man anklickt. Was soll der Algorithmus von mir halten? Also, zu viele schlüpfrige Videos anklicke, dann denkt er ja, ich würde sowas gerne sehen und dann zeigt er mir lauter schlüpfrige Sachen. Das will ich ja gar nicht. Also ja. Ich möchte nicht, dass der Algorithmus das von mir denkt. ist halt wie ein Nachbarn. Ne? Dem Nachbarn erzähle ich ja auch nie alles. Da zeige ich ja auch nur meine schöne Schokoladenseite. Da bist du aber, glaube ich, weiter als viele, viele andere. Ne? Also vielen anderen ist das dann halt auch einfach entweder nicht bewusst oder egal. Ne, das ist, das ist mir echt nicht egal, was der Algorithmus von mir denkt. Das ist mir wirklich nicht egal. Ja, ich glaube aber, weil jetzt uns hier wahrscheinlich relativ gut klar ist, was halt da auch, ich wollte jetzt gerade Rattenschwanz sagen, aber Rattenschwanz ist lang und dünn, aber was da eigentlich für eine komplette riesengroße Maschinerie dahinter ist. Also wir sehen ja nicht mal die Spitze des Eisbergs davon, sondern wir sehen eigentlich nur das Haar vom Eisbären auf dem Wimpel oben ganz drauf auf dem Eisberg. Genau. Ja, also so. Und dann kommt halt so ein Eisberg in der Größe von vier Saarländern da drunter, ja. Und das ist so schwierig, ganz schwierig. Und das ist, glaube ich, was halt gerne unterschätzt wird, weil es ist natürlich so leicht, einfach einen Klick zu machen. Aber was halt ein Klick bedeutet, ist halt eben vier Saarländer groß Probleme. Ja, aber es ist einfach auch schön. Letztens war die Waschmaschine kaputt. Ne? Vermutung war, der Treibriemen war abgefallen. Und das müsste man doch reparieren können eigentlich. YouTube, Waschmaschine, Treibriemen, zack. Sofort ein Montagevideo, wie man das hätte machen können. Zum Glück kam dann ein Fachmann und hat das anders gemacht, als das in diesem Video dargestellt wurde. Weil das nämlich gar nicht so vernünftig war, wie das in diesem Video dargestellt wurde. Oder letztens Birne am Auto kaputt und ich kriegte diese blöde kaputte Birne da nicht raus. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt noch irgendwie was machen? Ich habe sofort geguckt bei YouTube, Birne, Auto. Ja, da haben dann so zwei Monteure in ordentlich blauer Werkstattkleidung, haben dann den ganzen Scheinwerfer ausgebaut. Und ich dachte, oh Gott. Und dann haben die diesen Scheinwerfer auf so einen Werkstatttisch gelegt. Und da war noch so ein Tuch drunter, das sah aus wie so ein Operationstisch. Das war so skurril, wie die dann diese eine Birne da gewechselt haben, ja, in diesem monströsen Scheinwerferkörper. Und dann bin ich mit diesem Wissen zu meinem Auto gegangen und habe dann festgestellt, nein, das wird so nicht funktionieren. Und bin dann doch zur Werkstatt gefahren und der hat das dann ohne Ausbau, einfach mit geschickten Fingern, hat er das dann einfach innerhalb von Sekunden gelöst. Ich hatte zumindest eine Idee, wo ich mal nachgucken konnte. YouTube University, da kann man richtige Kurse machen. Ja, ich habe mir ja auch ganz viele Kintsugi-Videos angeguckt. Via was? FreeTube auf meinem Rechner. King was? Kintsugi. Das ist diese japanische kunstvolle Methode, Dinge mit Gold zu reparieren. Ach, das ist, ja. Ich dachte gerade, das wäre so. Da habe ich tatsächlich neulich Videocontent produziert, weil es in dem Fall auch sinnvoll ist. Aber da ist in groß dann halt auch die zweite Kamera auf meinen Tisch, wo man dann sieht, wie ich da an dem Ding rumbastle und ich nur in ganz klein oben im Eck.
Genau, das ist diese Reparaturtechnik. Ich hatte jetzt an gefüllte Blätterteigröllchen gedacht. Da gibt es sicher auch ganz viele Videos von. Du denkst immer nur an das eine. Wieso? Ich habe doch gerade an das andere gedacht. Genau. Oje, 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 oje. Lars, guckst du auch YouTube? Oder ist das für dich eher vom Teufel? Nein, wieso? Nein. Ich habe eine Reihe von Kanälen abonniert, in die ich regelmäßig hineinschaue und stöber zwischendurch mal. Also in meinem Falle Synthesizer-Tutorials oder ein paar wissenschaftliche Kanäle, ein paar Raumfahrtkanäle, ein paar Astronomiekanäle. Ja. Bleepy Toys. Der ist auch dabei, ja, tatsächlich. Ja, und ein paar Kanäle mit Katzen. Einfach ne? Ein bisschen Cat-Content zum Runterkommen. Ist schön. Verfolgst du denn auch die Bauarbeiten dabei Starlink mit der ganz dicken Rakete? Ja, da soll doch jetzt demnächst mal so Du meinst Starship? Ja. Lose. Also es kommen zu viele Videos, die mir insgesamt zu wenig erzählen dafür, dass man dann 25 Minuten davor sitzt oder so. Das heißt, das gebe ich mir jetzt nicht in diesem Detailgrad, aber da sind Kanäle dabei, die gerade eben auch das sehr intensiv begleiten. Also und wenn die da mal wieder testen, Starship, dann schaue ich da auch gerne mal rein. Aber die fangen dann halt einen Livestream an, dann wird das Dorf gesperrt, die Straße gesperrt, also das Dorf wird, glaube ich, dann auch evakuiert und dann passiert dies, dann passiert jenes. Und dann hat man also 2 Stunden lang im Prinzip nur Gerede. Dafür ist mir meine Zeit zu schade, das muss ich sagen. Und dann macht zwischendurch einmal irgendwas sehr laut und bunt. Ne? Und das ist es dann gewesen, wo der heutige Test, für den man 2,5 Stunden Stream hatte, das ist sicherlich sehr spannend, was die dort tun, aber ich muss zugeben, die 2 Stunden kriege ich nicht wieder. Das heißt, das gebe ich mir meistens nicht. Ja, sie nennen sich ja auch Texas Tank Watcher. Also wir gucken die ganze Zeit auf einen Tank. Das finde ich so treffend formuliert. Texas Tank Watchers. Ja, also genau, aber die Kanäle kenne ich auch. Und ich meine, im letzten Jahr, als das so rasant Fortschritte gemacht hat, also auch die Idee, erst war das ja nur eine Vermutung, dass das da so einen Fangarm gibt und dann, wie, die bauen den wirklich? Das ist ja krass. Und ja, guck mal, jetzt wird er hochgezogen und das erste Mal bewegt und super. Und dann wurde dieses Booster und Starship da erstmal zusammengestellt und dann sah das ja aus, als würde das irgendwie nächste Woche schon fliegen oder so. Mhm. Da haben die sich wirklich überschlagen und jetzt... und da kamen dann sprossen dann zusätzliche Kanäle aus dem Orkus und jetzt treten die alle so ein bisschen auf der Stelle, weil bei der großen Baustelle tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Ich vermute, das läuft da auch so nach dieser 80-20-Regel. Also die 80% gingen recht schnell, aber die ganze Feintunerei jetzt, die dauert einfach ewig lange und die sind da jeden Tag am Bauen und Basteln und Sägen und Schleifen und da siehst du aber keine Veränderung mehr eigentlich. Außer demnächst, wenn vielleicht tatsächlich mal diese Big F-Rakete sag mal, zum Fliegen kommt. Ich bin ja so gespannt, wenn die diese 32 Triebwerke zünden, ob denen nicht die ganze Startrampe um die Ohren fliegt. Also da bin ich wirklich neugierig. Wie soll das funktionieren? Naja. Ja, auf das Ding bin ich auch gespannt. Ja. Das ist... Ja, da war ja jetzt vor kurzem eine Verpuffung, also eine ungeplante, da war irgendwie Gas ausgetreten und das war dann ungeplant verpufft und da sah dieses ganze Startgestell schon ganz schön zerfleddert aus und das war nicht die große Explosion, die dann da kommen soll. Also ich möchte es wirklich wissen, wie das hinterher aussieht. Naja. Claudia, du hast gerade Luft geholt, glaube ich, ne? Du wolltest was ergänzen. Zu den Raketen. Nein? Ich dachte, das wäre dein Thema. Nein? Nein. Ach, du hast nur gegähnt, weil es so langweilig ist. Ich verstehe schon. Nein, auch das nicht. Nein? Sebastian, guckst du denn irgendwas auf YouTube? So?
Ja, durchaus unterschiedlichste Kanäle. Also die Maker-Community gucke ich ein paar Sachen. Ich wollte gerade sagen, Laura Kampf vielleicht. Genau, zum Beispiel. Auch so ein paar englische Kanäle. Ja, ist immer ganz, also wenn man irgendwie gerade so seichten Content haben möchte, ist das immer ganz angenehm, weil meistens dann doch man irgendwie auch noch einen Kniff mitnimmt, weil ja so kleine Tricks dann das Leben ja doch schnell erleichtern können. Und ja, vielleicht, ich hoffe, man erinnert sich da natürlich auch dran, wenn man vor einem ähnlichen Problem steht, dass man sowas schon mal gesehen hat. Aber ja, nee, ich finde das immer ganz interessant. Ja, ansonsten auf YouTube, ja, das sind eigentlich so die häufigsten Kanäle, die ich irgendwie regelmäßig schaue. Ansonsten natürlich auch, wenn der Algorithmus irgendwas vorschlägt oder irgendwas gerade irgendwie neu ist. Was jetzt vielleicht beruflich bezogen ist oder sowas, aber ja, das sind eigentlich so die Haupt. Der kennt dich schon ganz gut, ne? Also irgendwie, also ich habe das Gefühl. Ja, man kann ihn auch schnell durcheinander bringen. Also ja, manchmal, ja, ja. Manchmal das geht sehr schnell. Ja, also viele der Vorschläge sind unterirdisch, kann man nicht anders sagen. Ja. Also ich muss auch immer öfters mal irgendwie Kanäle dann sagen, dass mir der nicht gefällt und oder dass ich aus dem Thema nichts mehr machen, nichts mehr weiter konsumieren möchte, weil manchmal geht das dann schon in eine echt falsche Richtung, wo ich dann denke so, okay, wie bin ich jetzt hier gelandet? Ja, habe ich auch. Ich habe letztens einmal so ein Ding vorgeschlagen bekommen, das war schon vom Titel her so, dass ich dachte, hä? Wie bin ich denn jetzt in diese abseitige, gedankliche Richtung geraten? Und da habe ich mich auch gefragt, was war jetzt die Relation dazu? Also was zwischen Sinfoniekonzerten, Eisenbahnen, Romantik und ich weiß nicht, irgendeinem Schrauber, wie komme ich jetzt plötzlich zu dieser weltverschwörerischen Darstellung? Oder ist die vielleicht eingekauft? Hat die einfach ganz viel Geld auf den Tisch gelegt und dann hat der Algorithmus gesagt, ach ja, wenn du mir so viel Geld gibst, dann zeige ich das dem Martin auch mal, auch wenn er sich dafür wahrscheinlich nicht interessiert. Kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber hier, der Sofa-Reporter schreibt, jetzt ist es wieder weg. Für den Eurovision-Fan ist YouTube das Tool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass man da ganz viele auch hinter den Kulissen Geschichten so mitbekommt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo sonst? Also das, ja, es ist so ein, das ist auch so eine Art digitales Lagerfeuer. Und ich bekenne mich schuldig, besüchtig zu sein. Naja. Ja, wir hatten, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sprachen über Mastodon und da gibt es dieses Fediverse. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wer kann mir denn mal weiterhelfen? Ich habe denn auch die Maus verloren. So, wo sind wir denn hier? Und wir wollten doch eigentlich auch reden über einen neuen Publisher für Podcast-Angebote. Na? Muss ich noch mehr sagen? Ja, ich weiß nicht, ob du welchen du meinst. Wenn du von Castopod sprichst, darüber haben wir schon gesprochen. Das war ja schon mal Thema. Ja, Wiederholung ist die Mutter der Gelehrsamkeit. Als ich das gelesen habe, dass du hier irgendwie was von Castopod, was soll das sein? Und dann schrieb ich, wir machen ja alles mit Podlove. Und ich so, Podlove habe ich doch auch schon mal gehört. Was könnte das denn sein? Und bist du eigentlich, also langsam wirst du echt alt. Dann habe ich, könnte das möglicherweise das sein? Und dann, oh Scheiße, ich habe das wirklich nicht mehr parat gehabt. Also, keine Ahnung, in meinem Alltag war das gerade ganz, ganz, ganz weit weg. Gut, worüber reden wir? Wir reden über Tools, also Werkzeuge, mit denen man die Audiodateien, die man hier so aufnimmt, auf seinem Rekorder oder seinem Computer, für die große, weite Welt zur Verfügung stellen kann. Publisher, der Produkt, nee, der was macht der Publisher? Der Veröffentlicher. Und da gibt es verschiedene. Podlove ist eins, das benutzen ganz viele. Das ist ein Plugin für die WordPress-Installation. Aber es gibt eben auch andere. Und jetzt haben wir gerade über, was hast du gesagt, worüber haben wir schon geredet? Über Castopod. Castopod, was war das noch? Ein Open-Source
Podcast-Publisher, mit dem du also deine Podcasts selber hosten kannst, mit Integration fürs Fediverse. Ohne WordPress Verpflichtung, ohne WordPress. Also du musst das nicht, also WordPress als Basis, sondern das steht alleine. Genau. Und Fediverse bedeutet, man kann das, ja, man kann das im Internet veröffentlichen, aber das können die anderen auch. Was ist das Besondere dann da? Claudia ist das Besondere. ja, das ist das kann Claudia am besten erklären. Das ist einfach so. Genau, also der CastoPod ist eine Software, die man sich auf den eigenen Server werfen kann. Oder halt, also für die eigenen Podcasts oder auch für mehrere weitere Podcasts, die dann halt auch ganz brav einen RSS-Feed macht und so weiter, wie man das Ganze schon kennt. Aber das ist halt auch zeitgleich ins Fediverse integriert. Also das ist schon eine native Fediverse-Software. Das heißt, man kann mit einem Account auf beispielsweise Mastodon diesen Podcasts dort dann auch direkt folgen. Vom Prinzip her ist das total nett, weil dann kriegt man einfach, wenn es eine neue Folge gibt, halt auch einen Post in die Timeline automatisiert. Da muss man dann auch als Podcaster oder Podcastende nichts tun. Insgesamt sah die Software ja hier vor Monaten, als der Lars sich die dann schon mal angeschaut hatte, schon recht brauchbar aus. Da ist dann zwischenzeitlich auch die Version 1.0 rausgekommen und da ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was passiert. Aber das kann der Lars dann jetzt auch gleich wieder besser sagen. kann ich nicht wirklich, weil ich habe sie noch nicht ausprobiert. Stimmt, du schriebst, du wolltest dann demnächst wieder, ja. Genau, was wohl für mich weiterhin Hindernis wäre, dass also zum Beispiel die Kapitelverwaltung, genau wie bei der Beta, die ich mir damals angeguckt habe, eben ausschließlich darüber geht, dass man JSON-Daten in einem bestimmten Schema bereitstellen muss, aber zum Beispiel in dem Publisher selber die Kapitelmarken selber sonst noch nicht händisch anlegen oder pflegen kann. Ich habe gesehen, dass das Ticket dafür ist auch noch offen. Es gibt eins und das empfinde ich schon als Manko. Was andere Themen angeht, die mir aufgefallen waren, das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele und nicht alle waren Showstopper für mich. Ich müsste es mir einfach nochmal angucken. Da lagen jetzt, glaube ich, irgendwie 6 oder 7 Monate dazwischen, zwischen der Beta, die ich mir angeguckt habe, und der Version, die jetzt erschienen ist. Ich muss einfach mal gucken, was da passiert ist. Ich würde da nochmal ein bisschen spielen bei Gelegenheit. Okay, also das ist der eine Publisher und jetzt hast du noch was anderes mitgebracht. Audapolis, ist das jetzt auch ein Publisher oder nicht? Nein. Ah, okay. Sebastian. Völlig falsch. So. Vera! Sind wir mit dem... Was ist Audapolis? Ich glaube, dann würden wir jetzt das Mastodon-Thema verlassen. Wollen wir das schon zumachen, das Thema? Oder? Ich würde da vielleicht gerade ganz kurz das Häkchen noch dran setzen, wenn wir noch kurz erklären für alle, die jetzt einen bestehenden Podcast haben, den sie vielleicht mit Podlove oder wie auch immer veröffentlichen, einen RSS-Feed haben und damit glücklich sind und nicht darüber nachdenken, einen neuen zu starten, den sie dann vielleicht auf CastoPod oder wo auch immer drauf werfen. Es gibt seit kurzem eine neue Mastodon-Instanz namens podcasts.social. Man beachte das erst. podcasts.social. War auch gerade schon freundlicherweise vom Sofa-Reporter in den Chat geworfen worden. Genau, und da kann man seinen eigenen Podcast als Account anlegen und die ist auch wirklich nur für Podcasts gedacht. Und jetzt war ich nämlich gerade noch am Nachgucken. Wir verdanken diese Instanz dem Ralf Stockmann und dem, genau, Markus Richter. Markus und Richter. Ich glaube, Ralf Fortmann. Genau, der Füt-Mensch. Der war auch. Nee, eben. Aber Ralf Rottmann ist nicht der Füt-Mensch. Das ist Christian. Genau, aber der war in der ganzen Vordiskussion vorher auch
involviert, genau. Ja, okay. Weil also die vier. Bin ich irgendwann in dem Thread mit drin. Genau. Du auch dabei? Nee. Also gut, okay. ich hab nur gesagt, wenn ihr das macht, dann werde ich das gerne irgendwo bei der nächsten Auflage im Buch erwähnen. Aber ah. Genau, nee. Also diese Menschen haben da diese Mastodon-Instanz ins Leben gerufen. Da kann man seinen eigenen Podcast anmelden. Und genau, und der Plan ist da dann halt auch, dass, wenn es neue Folgen gibt, dass das dann halt auch über diesen Weg ins Fediverse kommt. Okay, ich habe die Seite gerade mal aufgerufen. Da steht, mit einem Account auf Podcasts Social wirst du in der Lage sein, Nutzern auf irgendeinem Mastodon-Server und darüber hinaus zu folgen. Guck mal, und da war schon jemand im Chat schneller als ich mit dem Kopieren gerade und hat podcasts.social/explore und dann siehst du, welche Podcasts bereits dort sind und der High-Alarm war auf jeden Fall schneller als wir. Ach, diese Urzeitfische. Die waren schon vorher da. Was ist Explore? Also Explore. Explore. Genau. Eine Explore. Ja, das. Ich habe gerade meine Mate zur Hand. Klingt wie ein verdorbenes Bier oder so. Ja. Ah, to read and not to read. Natürlich. Der Herr Prims, der ist doch auch immer ganz vorne dabei. Ja, die Rechtsbelehrung ist auch schon da. Ja, klar, das ist der Markus Richter selber. Oh. Radiofreies Erdruss. Retour-Podcast. Wir schicken alles wieder zurück. Ach, Ajuvo. Ja gut, der ist auch immer dabei. Abweichendes Verhalten. Spiele-Podcast. Das schmerzt mich erkenntnistheoretisch. Was denkst du denn? Nora und Rita auch schon da. Ja, ist ja schon. Ja, also es sind mittlerweile vier Seiten lang, das, also ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Aber ich finde es einfach auch eine total schöne Idee. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt dann halt auch genutzt wird und wie sich das jetzt dann entwickelt. Aber wenn ich jetzt in meinen Tuski Rechtsbelehrung eingeben würde, dann müsste ich doch dann da eigentlich diesen, also der taucht dann da auf, wie normale, also wie Einzelpersonen auftauchen, nur eben als Projekt. Ja, genau. Oh ja, also okay. Beziehungsweise er taucht halt einfach als Account auf und du kannst ja, dann sagen, folgen. Ne? Also ja. Genau, das wird Folgen haben. Genau. Also Rechtsbelehrung, ich werde das mal ausprobieren. Rechtsbelehrung. So, jetzt gebe ich, suchen unter Konten bitte. Rechtsbelehrung, Podcast Social. Ja, dem kann ich jetzt folgen. Genau, ja, ich finde noch einen unter Legal Social, da waren sie wohl vorher. Genau. Ja gut. Also das ist im Prinzip Mastodon ist ja sind ja verteilte Instanzen. Hat man, glaube ich, schon mal, ne? Ähnlich wie bei E-Mail, also es gibt halt einzelne Server und dann ist man halt auf dem oder dem Server drauf als Kunde, als Account, als Benutzer, Benutzerin. Und da kann man eben jetzt bei dieser Domäne kann man also schwerpunktmäßig Podcast-Projekte anlegen. Genau. Warum? Was warum? Weil es geht. Ja. Ja, ich meine, du könntest dein Projekt ja auch auf jedem anderen beliebigen Mastodon-Server, Mastodon-Instanz unterbringen. Ne? Also, dass man das jetzt. Was ist der Vorteil? Wenn man jetzt die Explore-Seite macht, dann sieht man nur Podcast-Angebote. Mhm. Ach so. Es ist wieder so eine Art Sichtbarmachen Stelle. Und die lokale Timeline dieses Servers ist eben auch sehr podcast-spezifisch. Ah. Die neuesten Episoden kommen dann natürlich nach oben. Mhm. Und von allen, die da auf dieser Instanz sind. Klar. Mhm. Aha, ja, okay, macht Sinn. Ich muss aber, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt hier für den Sendegarten was anlegen wollen, dann muss ich die Serverregeln und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und die URL vom Sendegarten am besten reinschmeißen. Das war wohl irgendwie, dass viele vergessen, die URL vom Podcast mit reinzupacken in die Bewerbung, in Anführungszeichen, und
ja, das macht gerade ein bisschen Arbeit. Deswegen da vielleicht, wenn ihr euch da bewerben wollt, dann auch gleich mit dem Link zum Podcast, dass man weiß, okay, für welchen Podcast das eigentlich sein soll. Ja, aber das ist, wenn ich mir das Formular angucke. Aber vielleicht wurde das mittlerweile geändert und dass das abgefragt wird. Das kann natürlich sein. E-Mail-Adresse, Passwort bestätigen. Wie heißt dein Podcast? Wovon handelt er? Ja, weiß nicht. Von diesem, das und jenem. Und dann nochmal E-Mail-Adresse und nochmal Passwort. Benutzer entdeckt. Nee, da steht nichts von URL. Wo müsste man die reinschreiben? Was meinst du? Dazu hat Ralf was Sendergate geschrieben. Bitte, bitte macht uns das Leben einfacher, indem ihr in den Bewerbungstext eine URL zu eurem Podcast eintragt. Wir recherchieren derzeit vielen Leuten anhand ihrer E-Mail hinterher, wo denn eigentlich der Podcast liegen könnte. Das schmerzt hart. Also in den, da müsste es irgendeinem Bewerbungstext oder über mich, weiß ich nicht. Ich habe mich so lange nicht mehr irgendwo bei Mastodon registriert, deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Felder da sind. Aber irgendwie muss doch dann die Instanz auch mit dem Feed verknüpft werden, sonst macht das dann mit dem, wir haben eine neue Episode veröffentlicht, keinen Sinn. Oder ist das machst gar du nicht? Manuell. Ach, das war nur bei Castopod. Diese Automatik. Nee. Ja, das, ich glaube, da müsste das dann... Nee, Quatsch, jetzt werf ich Sachen durcheinander. Stell dir vor, du hast bei Twitter einen Account für den Sendegarten angelegt. Und wenn eine neue Episode da ist, schreibst du, es gibt eine neue Episode. Genau das. Ah, ja. Beziehungsweise, da arbeitet, glaube ich, also es gibt ja Automatik. Ja. Grundsätzlich. Und jemand war auch irgendwie schon dabei, so Feed Sachen dann halt direkt in Accounts. Also es kann sein, dass das dann halt demnächst da auch für die Instanz. Aber vielleicht bringe ich jetzt auch gerade Dinge und Leute durcheinander. Ja, okay, ist ja alles noch ganz frisch. Wir sind ja noch in, wie soll man das sagen? Da, wo Sebastian sich so gerne aufhält, im Beta-Stadium. In deinem Biotop, in deinem Ökotop. Genau, das ist glaub, jetzt keine Beleidigung, jetzt ja, bitte nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Alles, alles Beta ist ja unter Untertitel, weil das ist eine Hommage an Studio Link. Ich kommt schlecht rüber, ich merke, es kommt nicht gut rüber. Oh Gott. Aber ich glaube, wir sind mit dem Mastodon-Thema jetzt eh auch, glaube ich, weitestgehend fertig und können jetzt ohnehin auch für das Anschlussthema an den Sebastian weitergeben, oder? Genau, dann kämen wir jetzt zu dem, was du angesprochen hattest, das Audapolis. Ja, das ist ein Thema, ich glaube, im Sendegate gibt es da auch von dem Autor irgendwie einen Thread auch schon, müsste man nochmal raussuchen. Auf jeden Fall auf GitHub, Audapolis ist das entsprechend ein Projekt. Das ist eine App, die anders als die meisten Cloud-Dienste lokal funktioniert, und zwar Transkription von Audiomaterial oder besser gesagt vielmehr von gesprochenem Wort erstellt und gleichzeitig aber auch dann diese als Editierfunktion nutzbar macht. Das heißt, dann wird wahrscheinlich das Audiomaterial wieder rausgerendert und man hat die Möglichkeit, sozusagen textbasiert zu schneiden, was vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere dann angenehmer ist und wenn die Texterkennung gut funktioniert, wahrscheinlich auch ganz brauchbare Ergebnisse liefert. Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Textbasiertes Schneiden. Was kann sich da so dumme Menschen wie ich so drunter also vorstellen? Der erste Vorgang ist halt, du lädst die Audiodatei in die App rein und dann wird halt transkribiert. Das heißt, es wird automatisch versucht, aus dem Audiomaterial zu erkennen, welche gesprochenen Sätze dort sind, und das halt übersetzt in eine Textformatfunktion, am besten auch mit den unterschiedlichen Sprechern gekennzeichnet. Wenn du mehrere Audioformate hochlädst und dann, also wenn du getrennte Spuren für jeden Sprecher und Sprecherin hochlädst, dann kann das halt entsprechend auch getrennt werden, sauber. Und wenn du jetzt schneiden würdest, sagen wir mal, willst
im Zweifel Amps schneiden, dann wird dir im besten Fall, werden dir alle Amps angezeigt und du kannst sie quasi dann durch einfach suchen, untersetzen oder suchen und löschen dann entfernen, anstatt jetzt mühsam versuchen, dir das Audiomaterial in der DAW anzuschauen und dann diese Amps zu schneiden. Das heißt, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Amps vielleicht sowieso nicht so gut erkannt oder von der Texterkennung übersprungen als Füllwörter. Aber um das mal das Konzept deutlich zu machen, macht das vielleicht einfacher. Also die Magie ist, ich habe ein, also mein Audio wird in einen Text umgewandelt. Das heißt, ich sehe, ich kann Wörter sehen und lesen und dann kann ich in, wie in meiner Word-Datei oder wie eine andere Textverarbeitungsdatei, kann ich diese Wörter löschen, wahrscheinlich nicht verändern, ne? Also nur löschen. Genau, löschen. Und das wird dann quasi wieder zurückgespielt in das Audiomaterial und an der Stelle wird dann eben auch ein Schnitt gemacht, also ein Delete gemacht. Mhm, genau. Das ist die Magie, also dass das so rückwärts funktioniert, das finde ich ja irgendwie echt magisch. Genau, so ist es angekündigt. Ich habe mir das vor Monaten mal angeguckt. Leider hat es da noch nicht so ganz gut funktioniert, weil es beim Importieren gecrashed ist. Aber beim Lars hat es besser funktioniert. Deswegen kann er vielleicht da zu dem Funktionsumfang mehr sagen, als ich das jetzt kann. Ja, gar nicht mal so intensiv, weil ich tatsächlich einen sehr begrenzten Use Case dafür habe. Ich bin nämlich super froh, dass ich Texterkennung machen kann auf der eigenen Maschine, ohne dafür irgendwelche Dienste im Internet in Anspruch nehmen zu müssen. Mein Use Case ist der, dass ich, wenn ich zum Beispiel lauter Einzelinterviews habe und versuche dann einen roten Faden zu schreiben, mit dem ich zwischen Interviews Überleitungen mache, dann müsste ich mir alles nochmal durchlesen und nochmal durchlesen und hoffen, dass es irgendwie passt oder so. Es wäre also sehr schön, wenn ich einen Text hätte. Früher habe ich mir tatsächlich Sachen aufgeschrieben, habe mir das selber so angehört und in eine Textdatei dann den Text des Interviews reingetippt. Jetzt lasse ich das transkribieren darüber und das ist tatsächlich das, was ich meistens damit mache. Und das hat bislang ausgesprochen stabil funktioniert. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist Interpunktion. Also Punkte, Kommas, Ausrufezeichen, Fragezeichen und so werden mir noch nicht nennenswert angezeigt. Sehe ich auch in den Screenshots des Projekts noch nicht. Dann hoffe ich einfach, dass auf Dauer da noch was kommt. Die Erkennungsleistung für das, was ich vorhabe, reicht mir vollkommen aus, dass ich meine Anhaltspunkte habe. Und was ich noch anmerken kann, ist, dass das Ding versucht, selber auch unterschiedliche Sprecher zu erkennen und Sprecherinnen. Das heißt, wenn ich eine Audiodatei mit nur einer Spur hochlade, werden schon unterschiedliche, werden die Dialoge angezeigt und dann kann man die auch benennen. Und das also zum Beispiel Claudia, Martin, Sebastian, Lars, Vera, Inga, wer auch immer, das kannst du eintragen und du kannst eben auch, wenn irgendwo diese Erkennung nicht funktioniert hat, sagen, dieses war nicht Person 4, sondern das war Martin. Mhm. Und dann wird das entsprechend mit hinzugefügt und die werden auch farblich hinterlegt. Mhm. Mashup-Dateien gingen aber auch, oder? Das habe ich nie probiert. Ach so, okay. Das habe ich nicht gebraucht. Ich hatte auch noch einen kleinen extra Wunsch geäußert. Da wollen die mal gucken, ob da was geht. Da müssen die eigentlich nur vorab eine kleine Konvertierung vornehmen. Dann könnten die ein Audio. Ich glaube, ich hatte mir FLAC-Support gewünscht. Wollen die sich mal angucken. Also tatsächlich für meinen sehr begrenzten Use Case, das nutzt also längst nicht alles, was es kann, bin ich super happy, dass es das gibt. Also ich habe es auf mehreren Maschinen laufen und habe dann auch das englische Sprachpaket für englische Interviews noch nachinstalliert. Und das klappt wirklich ziemlich gut und ich habe keine Abstürze gehabt in irgendeiner Form. Ja, wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Ich habe auch gerade gesehen, es gibt neue Pre-Releases, wo auch irgendwas von Fixes für Crashes und so weiter drinsteht. Also insofern wird daran aktiv gearbeitet. Da kann ich wahrscheinlich dann auch mal nochmal reingucken und dann wird das wahrscheinlich schon gefixt sein. Aber was ist denn da jetzt an Entwicklungssprung
passiert. Also ich habe vor Jahren habe ich mal Software gesucht, wo ich diktieren kann. Dragon Naturally Speaking oder irgendwie so hieß das. Und das war aber so teuer, das konnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich irgend so einen kleinen Bruder davon gekauft und habe dann versucht, der hat überhaupt fast nichts erkannt. Und man musste das auch trainieren. Und dann konnte, also wenn man dann wirklich ganz ausgesprochen deutlich gesprochen hat, dann ging das vielleicht mal. Aber eigentlich nicht. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil es war einfach... Nein, also ich wurde dann gesagt, ja, das machen Juristen oder auch so Leute, gerade so Mediziner bei der Obduktion oder so, wenn die dann irgendwie Blut an den Händen haben, dass sie keinen Schalter drücken wollen, sondern die reden dann einfach und dann wird das irgendwie transkribiert. Für solche Sonderfälle kamen dann so hochteure Sachen. Dann kam ja irgendwann mal die Sache serverbasiert, da machen wir ja auch seit vielen, vielen, vielen Folgen schon beim Sendegarten eine automatische Transkription. Da habe ich aber im Hintergrund immer, also für mich immer so gedacht, ja, es sind so riesen Maschinen, das kann dann nur Cloud-Dienst sein und dann auch noch so einer hier von Metaversum da, die sich das auch leisten können. Und jetzt geht das ohne Training auf meiner eigenen Maschine hier lokal, das kriege ich gar nicht in meine Birne. Was ist denn da technisch passiert? Was für ein Quantensprung? Wisst ihr das? Ich glaube, da waren mehrere. Ja. Okay, ich höre. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erzählt mir. Ja, also es gibt seit Jahren, glaube ich, weiß gar nicht, ob das auch darauf basiert, zum Beispiel von Firefox so eine Initiative, wo man auch so Trainingsdaten gesammelt werden. Gab es auch mal im Sendegate, dass man sich daran beteiligen kann. Ist relativ niederschwellig tatsächlich. Entweder spricht man Texte ein, die dort vorgelesen werden, oder man hört sich Audiodateien an und bestätigt, ob die Übersetzung passt. Habe ich auch mal ein paar Mal durchgeklickt. Das ist, wie gesagt, wirklich einfach und kann man mal schnell nebenbei machen, um so ein Open-Source-Modell dann zu trainieren. Also da werden, also diese Datenbanken braucht es nach wie vor, um quasi eine bessere Erkennungsrate zu erstellen. Und da gibt es mittlerweile sehr offene Ansätze auch für. Ich glaube, die nutzen jetzt bei Audapolis ein anderes Projekt, das habe ich vorher nicht so gekannt. Vielleicht finde ich es gleich nochmal. Es kann aber sein, dass das auf dem basiert, was auch das Firefox-Projekt dort vielleicht zur Verfügung stellt. Also man muss sich, wenn ich mich richtig erinnere, man lädt die App runter und dann muss man auch entsprechend das Sprachmodell wählen, wofür man jetzt Übersetzungen haben möchte. Mittlerweile sind natürlich Rechner auch schneller geworden. Es gibt auch die Möglichkeit, das über die Grafikkarte, sofern verfügbar, zu beschleunigen. Und da ist natürlich, wie die anderen beiden schon sagten, mehrere Sprünge geschehen. Ne? Also die Kapazitäten, was man heutzutage an Rechenleistung zu Hause schon hat, die sind doch schon sehr beeindruckend, um solche Dinge besser und schneller und vor allem genauer dann auch transkribieren zu lassen lokal. Das geht aber schon. Das bringt jetzt nicht terabyteweise irgendwelche Datenbanken mit? Es sind schon ein paar hundert MB, aber es ist jetzt nicht Terabyte, also es bewegt sich. Ja, es gibt für mehrere Sprachen einfache und komplexe Sprachmodelle, also die für Deutsch und Englisch, glaube ich, die komplexen, also die genaueren, die besseren Daten liegen, glaube ich, schon im Gigabyte-Bereich. Ich hatte den Eindruck, das war es wert und mit den heutigen Plattengrößen und so ist das jetzt eigentlich auch nicht mehr das, wo ich da jetzt irgendwie nennenswerte Bauchschmerzen habe. Das ist aber geht jetzt simultan, sondern du schiebst da eine Audiodatei rein und ja, dann kaut er da drauf rum, ein paar Minuten, genau, halbe Stunde oder so, und dann spuckt der Text aus. Genau, es ist allerdings, wenn ich mich recht erinnere, durchaus schneller als Echtzeit. Also wenn ich meine Audiodatei, ich weiß, habe ich jetzt gerade nicht wirklich
Zahlen zur Hand. Aber ich meine, dass ich irgendwie 30 bis 50 Minuten reingeschmissen hatte und dass er da irgendwie 10, 15 Minuten auf keinen Fall länger daran rumgerödelt hat. Ja, ja. Und dafür wirklich praktisch und sehr nett so in der Arbeitskette. Ich habe das jetzt ein paar Mal eben gehabt, dass ich Interviews geführt habe in sehr lauten Umgebungen. Können wir noch einen Puzzlestein reinsetzen. Ich hatte hier ja mal was so vorgeführten Einspieler mit dem Hammer und so weiter und da war dann eine Nvidia-Software, die sehr interessant entstört hat. Ziemlich genau das kann man sagen, ist ja im Moment im Beta bei Auphonic mit dabei. Da kann man eben sein Audio reinkloppen und solche Entstörer drüber jagen und kriegt dann ein ziemlich gereinigtes Audio zurück. Und das jage ich dann eben durch Audapolis, was eben die Erkennungsrate ohne Umgebungsgeräusche und so eben auch nochmal verbessert hat. Und so habe ich da jetzt einen Workflow, der mir wirklich Arbeit spart. Das ist sehr praktisch. Unter macOS gibt es jetzt mit dem neuen, mit dem 13er Ventura, tatsächlich bei Dictation, dass er halt auch Interpunktion setzt. Also mit Komma, Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hatte vorher halt öfter mal handschriftliche, längere Texte halt reindiktiert. Da war dann natürlich nichts mit Interpunktion. Genau, aber das wäre ein Ding, das werde ich mir jetzt nochmal anschauen. Und ich hatte auch in den Chat geworfen, das ist ein kommerzielles Projekt. Da war jetzt gerade bei der Frankfurter Buchmesse, war da eine Masterclass, haben die da abgehalten. Sprich, sie haben Geld dafür eingeworfen, dass sie einen Vortrag halten durften für Leute. Sollte an der Stelle erwähnt werden. Ein Projekt namens Positron. Ist ein verteiltes Team, Amerika, Deutschland und ich glaube in der Ukraine tatsächlich sind Entwickler. Die haben tatsächlich Speech-to-Text, also ne, gesprochene Sprache zu geschriebenem Text, beziehungsweise auch Texterkennung für Hörbuchproduktion. Das heißt, wenn man einen Text hat, der von SprecherInnen gelesen werden soll, dann wird quasi auch abgeglichen gesprochener Text und geschriebenes Wort. Man kann halt auch die schriftliche Datei dann hochladen und dann suchen sie halt nach Aussprachefehlern, wo sie halt in einem Aussprache-Dictionary für das jeweilige Land nachschlagen und so weiter. Also fand ich halt auch ganz spannend. Das halt in dem Bereich geht momentan richtig, richtig viel voran. Puh, Wahnsinn. Ich hatte heute eine längere Zoom-Konferenz und irgendein der Teilnehmer hatte die Transkription aktiviert. brauchten wir eigentlich nicht, aber irgendjemand hat offenbar dieses Tool aktiviert und das würde bedeuten, dass das gesprochene Wort, also in dem Augenblick, wo es gesprochen ist, sofort für den Menschen, der da die Transkription eingeschaltet hatte, dann hingeschrieben wird. Wo ich auch davor gesessen habe und gedacht, wow, wie ist das denn jetzt wieder möglich? Aber jetzt, wo ihr mir das hier so erklärt, wundert es mich überhaupt nicht mehr. Da sind ja Dinge entstanden, quasi hinter meinem Rücken, auch wenn ich Herrn Schasen natürlich immer zugehört habe, aber nicht so richtig. offenbar nicht so richtig, dass ich die ganze Faszination gar nicht mitbekommen habe. Irre. Aber jetzt muss ich noch mal ganz blöd fragen, dieses Castopod, ist das jetzt kostenlos? Weil du sagtest, ich habe mir das runtergeladen und installiert und ausprobiert. Kann das jetzt einfach jeder nehmen? Was ist denn das Geschäftsmodell da? Wie soll sich das denn finanzieren? Fragtest du jetzt nach Castopod, nach dem Audapolis? Oder? Sorry, okay. Ich bin auf meine Zettel in der Spalte, in der Zeile verrutscht. Nein, ich hatte mir extra an Castopod Publisher dran geschrieben und an Audapolis Transkriptionsdienst. Ich meine den Transkriptionsdienst Audapolis. Ich würde Audapolis wie Akropolis. Oder Audapolis oder wie auch immer, ja.
ja, auch nicht, aber Polis, aber wie auch immer, vielleicht ist auch Polis gemeint. Also die Croapolis. Ja, ist das? Akropolis. Ich habe den Chris neulich auch angeschrieben, wie man Füt jetzt ausspricht. Das sagt er dir ja nicht. Doch, das mir hat er geantwortet mit Füt. Ja. Ach so, gut. Ja, weil ich habe ihn nämlich gefragt, weil es geht gerade halt um eine Hörbuchvariante von meinem Podcasting-Buch und da möchte ich es natürlich richtig drin haben. Okay, sonst hat er ja immer gesagt, mach das doch selber. Also da sollte er sich nicht festlegen. Okay. Ja, das hat er dahinter geschrieben. Also nachdem es ein Kunstwort ist, wie auch immer man will, aber er sagt Füt. Und ich so, alles klar, wird genommen. Okay. So, aber wer kann die jetzt? Wie finanzieren die sich? Was ist das? Also soll das ein kommerzieller Dienst werden? Ist das ein Open Source? Aber kann ja eigentlich nicht, oder? Es ist ein Open Source Projekt. Es ist auch von diesem Prototype Fund mit gefundet worden. Also vielleicht mal kurz zum Prototype Fund. Das ist quasi eine Förderung vom Und ich bin mir nicht ganz so sicher. Es ist von der Open Knowledge Foundation Deutschland und die wiederum ist gefördert durch das Bundesministerium durch Bildung und Forschung. Genau. Und da kann man sich halt, können sich halt Open Source Projekte immer wieder mal bewerben. Da gibt es, glaube ich, entweder halbjährlich oder jährlich eine Finanzierungsrunde. Und genau, da ist das Projekt 2021 angenommen worden und hat dann für, glaube ich, 6 Monate diese Förderung bekommen. Und das war sozusagen der Start, um dieses Projekt ins Leben zu rufen und daran weiterzuarbeiten. Das passiert jetzt ganz normal in Open Source Freizeit, vermute ich mal. Also Geschäftsmodell habe ich da jetzt keins gesehen. Krass. Also diese Open Source Leute, die sind wirklich, ich ziehe wieder mal tief meinen Hut. Wahnsinn. Aber das ist jetzt schon was für Entwicklerinnen. Also ich kann das jetzt nicht, also als doch eigentlich Noob schon irgendwie. Es ist einfach zu benutzen. Also ich lade das runter. Es ist, wenn du benutzt, glaube ich, Windows, ne? Du lädst es runter, du installierst es, dann führt es dich mit so kleinen, ich glaube, so Sprechblasen ähnlichen Dingen, sagt es dir, was du wo tun kannst, sagt dir dann zwischendurch, bevor du irgendwas tun kannst, brauchst du jetzt so ein Sprachpaket, was soll es denn sein? Dann kommst du zu einer großen Liste, da kannst du anklicken, was du runterladen willst. Das dauert dann eben je nach Größe einen kleinen Moment. Und danach sagt er, ja, hier kannst du jetzt deine Datei öffnen und so weiter. Und plötzlich hast du dann die Ansicht mit dem transkribierten Text und kannst machen. Die Oberfläche ist wirklich sehr schlicht gehalten. Und du musst nicht irgendwie, ich hätte fast gesagt, rumhacken, um es zu installieren. Sondern es ist, genau. Ich hätte fast gesagt, wenn du irgendwie LibreOffice installieren kannst oder was weiß ich, irgendwie einfache Windows-Installer ausführen kannst, dann kannst du das da auch. Okay. Ich meine, ich komme ja schon mit GitHub durcheinander. Genau. Die große Hürde ist auf GitHub die richtige Unterseite zu finden, um da das Binary. Über das README komme ich ja meistens nicht hinaus. Okay. Das Binary muss ich finden. Ja, selbstverständlich. Also, liebe Zuhörende, die ihr genauso viel Ahnung von Computern habt wie ich, wir müssen nur das Binary finden. Das ihr kriegen wir hin. Genau, ihr müsst das installierbare Paket finden und nicht die einzelnen Source-Dateien. Auf der Startseite des Repos, also im Prinzip dem README, steht Try it now. You can download the newest version for Windows, Linux and macOS here. Das hier ist ein Link. Das ist jetzt, ich glaube, den kann man, wenn man da draufklickt, dann gibt es Linux für verschiedene Formate, macOS für Intel-Chips und Apple Silicon und ein Ding, das seltsamerweise Windows heißt. Würde vermuten, dort ist das Windows Installable dahinter. Also es ist in diesem Falle wirklich nicht schwer. Und das Try It Now findet man zwischen lustigen Sternchen-Emojis. Also es ist findbar in dem Fall tatsächlich. Okay, gibt es auch ein Einhorn auf der Seite? Sonst gehe ich da nicht hin. Oh, dann kommt das überhaupt nicht in Frage. Naja, diese Sternchen-Emojis, wenn du die Augen zusammenkneifst, naja. Meinst du, kommt da ein Einhorn bei raus? Naja, es ist auf jeden Fall bunt. Mit genug Fantasie. Aber das ist ja, bei mir kommt gerade erstmal so
Ich meine, ihr hattet ja schon darüber gesprochen und ich hatte schon an anderer Stelle davon gehört, aber jetzt kommt bei mir gerade erstmal so diese Faszination hoch, weil ich das jetzt erst realisiere, was das für eine Entwicklungssprung ist sozusagen und das auch noch für Umme, beziehungsweise vom Bund gefördert, vom Bund, also von IT-Projekt in dieser Art und Weise, sodass ihr sogar damit zufrieden seid. Ich komme gerade nicht so richtig hinterher. Es ist ja kein Projekt des Bundes. Ja, aber sie haben das Geld an die richtige Stelle geworfen mit den richtigen Leuten. Und das ist ja auch nicht so häufig. Meistens versandet das Geld ja in irgendwelchen unnützen Schubladen. Ich kann nicht meistens sagen an der Stelle, aber ja, okay. Prototype Fund ist mir schon ein paar Mal untergekommen und finde ich eine sehr spannende Initiative. Ich meine, alle Hersteller von kommerzieller Software, also kommerzieller Texterkennung, die werden ja da Marktverzerrung schreien. Also hier gerade diese Dragon, ich habe gerade mal geguckt, da kannst du noch Pakete von 700 Euro kaufen und so. Die werden sich ja nicht gerade freuen darüber. Naja, es sind aber unterschiedliche Produkte, die auf unterschiedliche Zielgruppen zielen. Also das ist, ich würde sie nicht direkt vergleichen im Moment. Ja. Okay. Und Dragon ist auch, also ich habe es auch mal eine Weile probiert für fiktionale Texte. Also ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Willkommen im Club. Es gibt AutorenkollegInnen, die das tatsächlich produktiv im Einsatz haben. Also es gibt ein ganzes Teil, ne? Und so als Vollzeit-AutorIn, wenn du dir da halt einen Arm brichst, dann hast du halt auch schwer andere Möglichkeiten. Ne? Ja, genau. Aber also ich fand Dragon dicht an unbenutzbar, also vor allem halt unter Mac und mittlerweile gibt es das für Mac auch gar nicht mehr. Und die sagen dann immer, ja, dann benutzen sie halt unsere App. So muss es halt für iOS oder Android halt kaufen und dann da verwenden. Aber mittlerweile sind halt die anderen Lösungen wirklich so gut geworden, da muss ich mich halt nicht mit dem teuren Ding, was er halt für Ärzte und JuristInnen raushauen, irgendwie rumschlagen. Also kann ich es mir halt auch einfach machen. In meinem Hinterkopf, da läuft sowas wie, ja, das ist die KI. Ne? Wir haben jetzt quasi eine andere Form von Programmierung. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Audioschnipsel nehmen und vergleichen mit irgendwas, was so ein ähnliches Muster ergibt und dann möglicherweise ist das der Buchstabe A. Dann hole ich das mal raus, sondern das ist irgendwie anders programmiert, mehr flexibel. Also so stelle ich mir das halt vor. Ein anderer Ansatz. Aber vielleicht bin ich ja auch am falschen Dampfer. Egal. Ich fantasiere mir hier meine Welt zurecht. Ich bin auf jeden Fall hinreichend fasziniert und werfe mich wieder in den Staub vor all diesen Menschen, die das in ihrer Freizeit und mit öffentlichen Geldern so weit treiben, dass ihr das benutzt und sagt, das ist gut. Das ist großartig. Noch ein paar Hintergründe dazu gibt es in der Logbuch Netzpolitik Folge 413, da ist auch das neue Projekt, was auch noch weitere Open-Source-Projekte fördert von den Personen, die das amtlich betreuen, also Fiona Krakenbürger, Eilen Wagner, so ein bisschen vorgestellt worden und Katharina Meyer und Adriana Groh. Da kann man gut mal reinhören. Ich ist schon ein bisschen her, 2021. Ich fand die Folge, glaube ich, aber damals ganz gut. Da gibt es noch ein paar Details dazu. Wollte gerade sagen, ich höre doch fast regelmäßig Logbuch Netzpolitik, ist mir aber gut, dann ist das wahrscheinlich irgendwo damals untergegangen. Bei den aktuellen war das jetzt jedenfalls nicht dabei. Nee, wenn du sagst 413 und das ist schon eine Weile her. Genau. 20. Ja. November 2021, also genau fast ein Jahr. Also nicht ganz genau, aber wenn die Folge wahrscheinlich rauskommt, dann könnte es sein, dass es ein Jahr her ist. Genau, dann könnte es vielleicht ein Jahr sein. Ja gut, dann ist es das Jahresgedenken. Dann höre ich mir die auch nochmal an. Dann weiß ich ja jetzt wenigstens, worüber die reden. Das ist manchmal ganz interessant. Ich verstehe
Themen, ja, 12 Monate später verstehe ich sie. Also wenn ich sie das erste Mal erzählt bekomme, dann denke ich, ja, okay, habe ich, gut, ich habe Worte verstanden, aber nicht begriffen, worum es geht. Aber wenn ich das eine Weile oder von euch nochmal auf eine andere Art erklärt bekomme, dann verstehe ich wenigstens, worum es geht. Und damit bist du immerhin 36 Monate vor ganz, ganz vielen anderen, die aufgrund von den Informationen, die sie verstanden haben, Entscheidungen für Firmen oder für die Politik treffen. Ja, gut. Das möchte man, also, ja. Das stimmt. Sorry, das war jetzt der bissige Kommentar an der Seite. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die Verzweiflung, die aus mir spricht an der Stelle. Da auch Logbuch Netzpolitik, die haben da auch teilweise Beispiele genannt, wo man wirklich mit offenem Mund daneben oder zuhört und denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also wenn ich, was weiß ich, einen Kuchen backen will, dann frage ich doch einen Bäcker und nicht irgendjemanden, der... ein Backberater oder so, sondern ich brauche doch jemanden, der davon was versteht. Und Oma, wenn ich ein Stück Software oder einen Prozess, einen digitalen Prozess, wie diese ganze E-Patientenakte, E-Gesundheitskarte und so weiter, also wenn man dem Linus da manchmal zuhört oder ihren Gästen, die dann da was zu erzählen, und man denkt, das ist ein Fail nach dem anderen, und man denkt, was machen die denn? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann ist es dann doch. Auf irgendeiner PowerPoint-Folie sah das sicher total geil aus. Ja. Ja, vielleicht ist es auch viel, viel komplizierter, und Linus hat nur so die Kunst, es einfach so einfach darzustellen. Manchmal ist das ja auch so. Und hinterher ist es ja auch immer einfacher zu sagen, ja, hätte man. Ja. Aber trotzdem, ich denke mal, es gibt doch diese Expertinnen und Experten, die muss man ja, wenn man beim CCC geht, gar nicht mit der Lupe suchen, sondern die stehen ja da und sagen, ja, gib uns mal, wir werden das jetzt mal prüfen. Und dann werden wir schon, also wenn wir es nicht kaputt kriegen, wenn wir es nicht zerforscht kriegen, dann okay, dann hat das schon mal einen ganz guten Stand. Aber, wie sagst du Linux so schön, wenn man einen schlechten analogen Prozess digitalisiert, dann hat man einen schlechten digitalen Prozess. Das ist aber immer noch ein schlechter Prozess. Ja, sehr richtig. Ja, mein Gott, jetzt haben wir uns aber ordentlich verquatscht hier. Vielen Dank aber für diese Aufklärung. Ich bin tatsächlich heute schlauer geworden. Wir haben aber noch was hier auf dem Plan. Warum ich immer noch ein Podcast-Fan bin, ja, das können wir eigentlich überspringen. Das ist schon von vor 6 Wochen oder so, da hatte die Maria Lorenz hatte mal einen schönen Tweet, warum ich immer noch Podcast-Fan bin, ein Thread ohne Reihenfolge zusammengehalten von meiner Freude an Podcasts. Da hat sie einfach so reingeschrieben, was sie einfach an Podcasts so mag. Ich hatte den irgendwo aufgemacht. Ich zitiere mal irgendwie 2, 3 Sachen. Ein gutes Gespräch in einem guten Interview-Podcast verändert mein ganzes Leben andauernd. Oder ich hatte heute früh eine Idee, habe mittags eine Folge aufgenommen und hatte sie abends fertig produziert. Musik, Sounds, Upload bereit. Wenige Stunden nach der Idee hätte sie die ganze Welt hören können. Ich fand sie dann nicht so gut, aber es hätte funktioniert. Das ist sehr schön. Und nochmal zufällig einer hier. Ich habe viele langjährige enge Freunde, die mir ans Herz gewachsen sind, durch deren Freunde mein Tag schöner wird und deren Trauer mich mitnimmt. Sie wissen nicht, dass ich existiere, und sie sind nicht sauer, wenn ich ihren Geburtstag vergesse. Perfekt. Also, du hast so mehrere, das sind schon 20 oder so, einzelne Tweets rausgehauen. Am 5. Oktober war das schon, ja. Eigentlich wollte ich das in die letzte Sendung mitgenommen haben. Das fand ich eigentlich ganz hübsch, weil wir haben ja immer das Gefühl, es wird alles immer schlechter, aber Maria hatte da einfach mal so, ja, ich hau mal raus, was mich begeistert. Das ist einfach ein schöner Tweet, auf den wollte ich hinweisen. So eine Art Blütenschatz vorweggenommen. So, jetzt haben wir aber noch ein Technikthema, ne? Habe ich das hier? Wir haben doch, jemand hat hier. Wir haben noch 3 Technikthemen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Hat das jeder noch aber, eins? Jeder noch eins. Okay, Sebastian, dann fang doch mal an mit deinem Thema. Das ist nicht mein Thema, aber ich kann es vorlesen, was hier steht. Wobei es mich auch quasi beruflich durchaus etwas beschäftigt hat die letzten Tage. Abmahnung wegen Google Fonts. Das Thema ist, dass irgendwann im Sommer
quasi ein Gerichtsurteil, ich glaube noch in erster Instanz, gegen die Einbindung von Google Fonts gefallen ist, wo quasi geklagt wurde, dass halt Daten, wenn man eine Website aufruft und die quasi Fonts sind quasi die Schriftart, die dann vielleicht verändert ist, hübscher ist oder sonst wie, dann entsprechend von dem Google-Server kommt und nicht von der Webseite, die man gerade aufgerufen hat, was ja dann quasi dazu führt, dass die zumindest die IP-Adresse, also Metadaten, an Google weitergeleitet werden. Ja, das ist quasi dann bemängelt worden, beziehungsweise dann vor Gericht gelandet und und daraus ist jetzt eine Abmahnwelle entstanden, also das, wie das immer so ist, wenn solche Sachen passieren. Und da geht es gerade sehr aktiv zu. Also ich glaube, da sind irgendwie 2-3 sehr aktive Kanzleien dabei, die das teilweise wahrscheinlich sehr automatisiert machen, was eigentlich nicht zulässig ist. Und deswegen sind diese Abmahnungen eigentlich im Kern meistens auch relativ schnell zu widerlegen. Beziehungsweise, ich glaube, der aktuelle Rat ist, dass meistens die Sachen erstmal ignoriert werden können, wenn das jetzt keine Sachen sind. Aber da sollte man sich die jeweiligen Sachen mal durchlesen, mit dem eigenen Fall beschäftigen. Ist immer ein bisschen schwierig, da einen pauschalen Ratschlag zu geben. Aber in der Regel sind die erstmal nur aufs schnelle Geld hinaus. Und das heißt, sobald man da irgendwie wahrscheinlich querschießt, werden die das auch gar nicht weiterverfolgen, weil die auch nicht da in die Falle eines Gerichtsverfahrens gehen wollen. Sondern einfach nur darauf hoffen, dass die meisten einfach die, glaube ich, relativ kleinen Summen von 100 bis 300 Euro irgendwo in dem Bereich, glaube ich, liegt, bezahlen. Ja. Und ja, aber was kann man dagegen tun? Natürlich mal gucken, ob die eigene Webseite irgendwie betroffen ist. Ja, Claudia, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, die Karte aufgemacht, dann will ich das Thema gar nicht weiter stehlen. Nö, du hast das eh gerade schon total großartig zusammengefasst. Alles super. Eine Korrektur, kleine Ergänzung. Das Urteil ist schon von Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe damals Januar, auch. Ich, ne? Ja, ich habe damals. Januar, München, mit der, aus München war das, ja. Genau, München. Ich habe damals mit der Natascha Windholz auch eine Podcast-Folge im Datenschutz-Podcast dazu gemacht, beziehungsweise zu mehreren Entscheidungen gegen Google-Dienste und auch wegen Cookie-Bannern. Habe ich auch gerade schon in den Chat geworfen. Und genau, wie findet man jetzt raus nach dieser Abmahnwelle? Übrigens, soweit ich weiß, die erste Abmahnwelle, die auch hier in Österreich zugeschlagen hat, war jetzt die Sache mit Google Fonts. Kam hier auch nicht so gut an. abgesehen davon, man kann es rausfinden, indem man beispielsweise entweder im Firefox-Browser das uBlock Origin installiert. Das ist ein Plugin und ein Adblocker. Und der listet einem zum Beispiel auch Google-Fonts auf, wenn die in der Seite verbaut sind. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere, es gibt von eRecht24 einen Google-Fonts-Checker, wo man die eigene URL reinwerfen kann. Und das Tool sagt einem dann, ja, sind Google-Fonts drin oder nein, sind keine drin. Das Ding ist übrigens tatsächlich ganz gut. Der findet nämlich auch Google-Fonts, wenn sie der uBlock Origin mal nicht anzeigt. Da hatte ich jetzt, ich habe jetzt gerade mehreren Autorenkolleginnen geholfen, auf ihren Webseiten das rauszufinden und gegebenenfalls zu ändern. Und bei ihr hat der eRecht24-Checker angeschlagen, aber im uBlock Origin war es nicht direkt zu sehen. Das war ganz fies. Also wenn ihr so einen Fall habt, schaut mal, ob ihr YouTube-Videos eingebettet habt. Da hat nämlich die YouTube-Einbettung, der Frame, hat dann die Google-Fonts nachgeladen. Und der war dann halt in diesem eRecht24-Checker. Ich werfe den hier auch nochmal gerade in den Chat. So. Der hat die tatsächlich dann auch gefunden. Das war dann ganz gut und die Lösung war dann halt auch keine YouTube-Videos einbetten, sondern Screenshot machen und den Screenshot dann halt direkt raus auf YouTube verlinken, dass die Videos eben nicht direkt von der Seite spielen. Genau. Ja, je nachdem, welches Theme ihr habt, ist es leichter oder schwieriger.
Viele Theme-Hersteller haben schon nachgezogen und haben irgendwo so eine kleine Checkbox mit Schriften lokal ausliefern. Das ist nämlich die Lösung. Das Problem ist letztendlich, dass eure Anfrage, also wenn jemand auf eure Webseite kommt, wird die Anfrage quasi an Google weitergegeben und die Datei mit den Schriftarten wird quasi von Google geladen. Das heißt, es gehen halt die Daten von euren WebseitenbesucherInnen an Google weiter. Und die Lösung ist, man legt diese Datei mit den Schriftarten einfach auf den eigenen Server. Relativ easy. Und genau. Und legal. Und legal. Und wenn euer Theme das noch nicht kann, da habe ich eben gerade auch ein WordPress-Plugin, in dem Fall WordPress-Plugin, auch in den Chat geworfen, Disable Remove Google Fonts, das ist eins, wo die ProgrammiererInnen geschrieben haben, wenn ihr ein Theme habt, bei dem unser Plugin nicht in der Lage ist, das, also diese Google Fonts zu deaktivieren, dann kontaktiert uns bitte und dann sehen wir zu, dass wir das nachziehen, weil bis vor kurzem hatte man so eine 50-50-Chance, ob eben diese Lösung mit, ich packe ein weiteres Plugin in mein WordPress rein, dass das funktioniert. Mittlerweile ist es so bei 70-30, also genau. Also falls euer Theme noch keinen Knopf dafür habt, wäre das auch eine Lösung. Ganz schlechte Karten habt ihr übrigens, wenn ihr über WordPress.com Webseiten habt. Weil da kann man nichts an den Themes ändern, man kann auch keine Plugins installieren, aber dann hört ihr hier wahrscheinlich gerade auch ohnehin nicht zu, weil das auch nicht in der Lage ist, zum Beispiel ein Podlove zu hosten oder ähnliches. Auf jeden Fall, da könnt ihr leider nicht viel machen, da solltet ihr dann auf ein selbst gehostetes WordPress wechseln. Genau, das geht aber zum Glück recht komfortabel. That's it. Dankeschön. Dankeschön. Gut, dann haben wir noch von Lars zwei Hinweise. Einmal das, was abgeschaltet wird und einmal wieder Party feiern. Was hast du vor? Ja, das eine ist eine Meldung von Uberspace, wo durchaus ja einige Leute ihre Podcasts hosten. Uberspace informiert, dass die bei denen zum 28.11.2022 der Support für PHP 7.4 endet und am 29.11. stellen die also die Accounts auf PHP 8.0 um. WordPress und die aktuellen Versionen der meisten Publisher können, soweit ich weiß, ganz gut damit umgehen. Mit PHP 8.0 oder eben PHP 8.1 ist auch schon da. Allerdings, wenn man selber ältere Templates benutzt oder ältere Plugins oder vielleicht auch noch selbstgebaute Sachen mit älterem Code, da sollte man vorher durchaus mal eben einen Blick drauf werfen, ob die mit PHP 8.0 und den Änderungen klarkommen. Sonst funktioniert es vielleicht am 29. eben nicht mehr. Gut, also Augen auf, hingucken. Und dann willst du feiern, Party feiern. Ja, ich feiere WordPress 6.1 als jemand, der WordPress eigentlich nicht besonders mag. Du das passt doch gar nicht zusammen. Ja, ich feiere ein winziges Detail in WordPress 6.1. denn ich habe meinen Browser so eingestellt, dass er jedes Mal, wenn ich ihn beende, das Local Storage, Cookies und alles andere löscht. Das bedeutet natürlich, dass ich bei allen Websites, wenn ich den Browser wieder aufmache, auch erneut wieder einloggen muss. Und das bedeutete bei WordPress in den vergangenen Jahren auch, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Beitrag oder eine Episode oder irgendwas bearbeitet habe, ich diesen unsäglichen Dialog bekam: Willkommen beim Blog-Editor. Und WordPress 6.1 bringt das mit, was das Ding von Anfang an hätte tun sollen, wenn man darüber nachgedacht hätte. Es wird serverseitig gespeichert, dass man diesen Dialog weggeklickt hat. Und der kommt dann eben nicht mehr. Das ist für mich ein Grund zur Party und deswegen feiere ich WordPress 6.1, weil sie ein Feature eingebaut haben, das in diesem Falle von Anfang an hätte dabei sein müssen. Ja, so, das wird jetzt kein weiterer Rant, sondern das ist Party. Ja,
Also das, da muss erst der 3.11.2022 kommen, dass sich der Lars über WordPress freut. Das ist schon über dieses Detail. Es ist etwas es ist etwas weniger schlimm. Okay, das ist der ganz kleine Partyhut. So wie so ein Fingerhut. Aber du hast ihn aufgesetzt. Ich sehe es. Dürö. Sehr schön. Ja. Genau das. Genau das. Okay, ja, dann haben wir diese Technik jetzt abgeräumt. Ist doch mehr geworden, als ich dachte. Na gut, okay. Dann springen wir jetzt ganz flott hin zu den Blütenschätzen. Gehen wir jetzt hier in die Schlussrunde. Hat einer von euch... Ein Hörersetzling, du hast das als Hörerblütenschatz eingetragen, aber ich glaube, das wäre eher ein Setzling. Okay. Nämlich, mach daraus ein Setzling. Ja, soll ich einfach weiter labern? Ja. Gut. Ja. Es geht um einen Podcast namens Waldorfsalat. Und zwar hat dort, ich vermute, der Mensch heißt Ralf, bei Twitter geschrieben: Zwei Dinge treiben mich auf Twitter zurück. Erstens tolle Nullnummer vom Antro-Blogger und wie wäre es mit Crossposting zu Mastodon? Zweitens, das ist dann der Hinweis an uns, waldorfsalat.letzcast.fm wäre mein Setzling für eure nächste Episode. Jetzt muss man wissen, der Antro-Blogger ist ziemlich bekannt und aktiv bei Twitter und ich glaube auch eben anderswo, eben mit Blog, der Name sagt es ja schon, um das Thema Anthroposophie. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Der Untertitel dort ist der kritische Podcast zur Anthroposophie. Und da ist die Nullnummer erschienen. Die Nullnummer, wir machen Waldorfsalat. Die MacherInnen stellen sich vor. Und so ich jetzt nicht irre, heute ist der dritte. Ja, die ist gestern erschienen. Ist also noch ganz frisch und damit ein Setzling. Gut erkannt, Lars. Sehr gut erkannt. Es ist gar kein Blütenschatz, es ist ein Setzling. Prima. Aber du hast einen Blütenschatz. Ich habe einen Blütenschatz. Aber hat noch jemand anders einen, damit ich jetzt nicht eine solche lange Redeliste habe und gleich vielleicht nochmal zum Thema kommen. Wer hat Blütenschätze? Ich scroll hier gerade wild durch meinen Hörverlauf. von mir aus, rede gerne erstmal weiter. Ja, ich finde auch. Du kannst gerne weiterreden. Sonst redet Sebastian immer so viel. Da kannst du auch mal was sagen. Gut, mein Blütenschatz ist ein Projekt, das es schon eine ganze Weile gibt. Das ist ja auch bestimmt im Laufe der Zeit schon mal genannt worden. Nämlich das Projekt Die Anachronistin. Der Untertitel auf der Website ist ein Blog über das Leben des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Und da gibt es eben auch ein Podcast zu, den habe ich schon ziemlich lange abonniert, habe mich allerdings zwischendurch so leicht eskapistisch von bestimmten Themen ferngehalten, war aber zwischendurch auf Reisen gewesen und danach erkrankt. Und als ich mich dann eben auch bei der Erkrankung dann isoliert habe, habe ich ziemlich viel von meinem Podcatcher weggeschnupft. Das heißt, eben auch Projekte intensiver gehört, zu denen ich sonst nicht gekommen war. Und Nora Hespers macht diesen Podcast und da gibt es eben historische Betrachtungen. Es gibt aber auch besonders in den neueren Folgen Brücken zum Hier und Jetzt. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil wir einiges an Mechanismen von Unterdrückung und Ausgrenzung auch heute immer wieder und deutlich erleben. Und der Großvater von Nora Hespers war eben Teil einer Widerstandsbewegung. Im Rahmen dessen gab es dann auch eine Widerstandszeitung. Und einige der dort erschienenen Texte werden im Podcast in einigen Episoden zunächst ausschnittsweise kommentiert, wiedergegeben und später nochmal in voller Länge. Gerade bei denen war ich nicht sicher, ob mich das interessieren würde, aber doch, es ist sehr, sehr interessant und meiner Meinung nach sehr, sehr hörenswert und immer noch sehr aktuell. Und ja, der Podcast gibt also so eine Mischung aus persönlichem Erleben, persönlicher Geschichte der Familie. Also Nora hat auch mit ihrem Vater
gesprochen, der eben der Sohn dieses Widerstandskämpfers war und eben einige Sachen auch, einige der beteiligten Menschen noch persönlich kennengelernt hat. Und da gibt es eben noch die historische Einordnung. Ein ganz tolles Projekt. Ich habe jetzt alle Episoden weggehört, die es gibt und kann die nächste kaum erwarten. Also eindeutig ein Blütenschatz. Wow. Ein richtiger Fanboy. Aber das kann ich gut verstehen. Also Nora zuzuhören macht auf jeden Fall Spaß und das Thema ist wichtiger denn je. So ist das. Dankeschön dafür. Ich bleibe diesmal ohne Blütenschatz. Ich bin tatsächlich, kann nichts so punktuell herausgreifen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe Mut zu keinem Blütenschatz. Sebastian auch? Ja, dem schließe ich mich gerade. Super, wir beide sind die Mutigen. So, Claudia hat was gefunden inzwischen. Ja, aber ich kann mich nicht entscheiden. Dann nimm beide oder drei oder wie auch immer. Es geht ja nicht um den einen. Also wir waren jetzt unlängst mal länger im Auto unterwegs und da hören wir dann halt auch ganz häufig Podcasts und unter anderem jetzt mehrere Folgen Zündfunkgenerator. Und die hatten jetzt tatsächlich irgendwie so über den September einen ziemlichen Streak, wo sie angefangen haben, 2. September war die Folge Ich bin ein Fake über das Imposter-Phänomen, also dieses Hochstapler-Syndrom mit aber ich kann ja nichts und irgendwann werden die alle drauf kommen, dass ich nichts kann, was unter AutorInnen tatsächlich sehr verbreitet ist und tatsächlich auch bei männlichen Autoren. Und da haben sie halt auch eine ganze Folge drüber gemacht, wo letztendlich dann auch rauskommt, das geht nicht wenigen Leuten so, sondern sogar ganz, ganz vielen, interessanterweise sogar ganz besonders vielen Leuten, die es irgendwie in Chefetagen geschafft haben. Fand ich total spannend halt auch. Also die Folge fand ich schon sehr aufbauend. Also sie haben dann aber auch gleich direkt weitergemacht. Es gab dann eine Folge zu Nudging, wo dann also quasi politisch, also die Politik dann halt Menschen ja nudged, also dazu auffordert oder halt so über kleinere Hinweise dazu bringt, Dinge zu tun. Hinstupst. Genau, hinstupst mit Vor- und Nachteilen davon, war auch ganz interessant. Und dann eine großartige Folge, 16. September, über Autistic Pride, was Autismus mit der LGBTQI-Bewegung gemeinsam hat. Und da war auch unglaublich spannende Gesprächspartnerin und wie sie überhaupt dann weit im Erwachsenenalter rausgefunden hat, dass sie eigentlich Autistin ist, also dass sie nicht einfach komisch ist, sondern dass ihre Verhaltensweisen durchaus einen Hintergrund haben und so. Und die hat mich auch sehr angesprochen. Also fand ich großartig. Und dann kam sogar noch eine Folge über Ageism, also Altersdiskriminierung, die Diskriminierung, die viele vergessen. Die war auch großartig, die Folge. Also die hatten wirklich über den September einen ziemlichen Streak. Zündfunkgenerator. Ah, ich sehe es gerade an der URL. Das ist vom Bayerischen Rundfunk. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch Bayerischer Rundfunk. Mhm. Ja, genau. Okay, Zündfunkgenerator. Ja. Das klingt spannend. Bei dem Imposter, da ist mir gerade ein Tweet in den Sinn gekommen, den ich gestern oder heute gelesen habe. Sagte die Mutter zur Tochter, du bist ganz schön unbegabt in deinem Imposter-Syndrom. Well, das ist doch ganz so schlecht. Der ist tief. Boah. Also ich glaube, das ist der Mutter auch nicht gut bekommen. Also so gesagt ist das mein Blütenschatz. Oder Tweet des Monats. Ah nee, warte, die Rubrik gibt es ja schon. Herr Schasen macht das ja. Okay. Ja, super, schön. Haben wir doch noch eine schöne Runde Blütenschätze eingesammelt. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und dann sage ich danke gleich allen. Falls nicht noch jemand ein letztes Wort sprechen möchte. Famose letzte Worte. Bitte. Wenn dann nur schamlose Eigenwerbung, dass es jetzt auch das Hörbuch zu Deutsche Vita gibt. Ich bin gestern, vorgestern, am Wochenende, bin ich hier zur Pizzeria gegangen
Und neben der Pizzeria ist eine Eisdiele. Und wie heißt die? Dolce Vita. Da ist ein Riesenschild vor der Tür. Ich war kurz geneigt, ein Selfie zu machen mit diesem Schild, um das dir zu schicken. Und da habe ich gesagt, ach nee, das ist dann doch zu affig. Aber ich habe an dich gedacht. Also, ja, gucke. Und jetzt gibt es tatsächlich seit dieser Woche auch das Hörbuch tatsächlich. Ich suche gerade noch den Link raus, dann werfe ich euch den auch noch kurz in den Chat. Also wer gerne Weltflucht hören möchte, da habt ihr die Möglichkeit dazu. Genau. Und ich kann euch verraten, dass die, also ich spreche da auch die Ansagen für jede einzelne Geschichte, die habe ich neu gemacht, also noch neu machen müssen, weil ich da auch ein technisches Problemchen drin hatte, beziehungsweise ich sehr schleißig mit meinem S gesprochen habe. Das wird bei mir, wenn ich da nicht aufpasse, sehr scharf und das war doof. Also habe ich die neu eingesprochen und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade im Haus am See und ich habe mir dann mit der Bettdecke über zwei Stühlen so ein kleines Dach gebaut und dann im Schneidersitz auf einem dicken, flauschigen Teppich gesessen und hatte das Mikro vor mich auf den einen Stuhl dann so draufgelegt, so quer. So in der Mikrospinne, weil ich natürlich den Mikrofonständer vergessen hatte. Also das könnt ihr euch denn vorstellen, wie ich unter einer Bettdecke sitze, um das einzusprechen. Schön. Sehr genau. Schön. Ja gut, mit diesem Bild im Kopf verlassen wir jetzt den Sendegarten. Claudia in ihrer kleinen Sprechhöhle. Super. Und damit beenden wir den Sendegarten, den 147. seiner Art. Wir grüßen nochmal die Vera. Hoffentlich hattest du einen schönen Abend da, wo du bist. Und ich danke ganz herzlich denen, die hier jetzt mitgesprochen haben, dem Sebastian, dem Lars und der Claudia. Danke euch. Ja, danke dir. Danke dir. Immer gerne. Danke dir. Und im Namen des ganzen Sendegartens danken wir allen Hörenden, die jetzt hier live dabei gewesen sind, die ein bisschen im Chat mitgeschrieben haben und natürlich aber allen, die das hier so hören, wie Podcasts gedacht sind, nämlich als Konserve zum Mithören, zum Mitnehmen, zum Dahören, wo man begleitet werden möchte durch Audio. Und deswegen danke, dass ihr uns eure Ohren leiht. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.